Okay, Leute, Elden Ring haben wir doch gerade schon gesehen. Die alten Tomb Raider-Lappen stehen der Next Generation Lara ausgesprochen gut. Anniversary lebt vom nostalgischen Flair des Originals. Und das gar nicht mal schlecht. Und damit geht's weiter. Oh, ist das alles furchtbar. Lara Croft ist nicht nur das Stehaufmännchen des Action-Adventure-Genres, nein, sie ist auch für ebenso viele verantwortlich. Ja, da waren jetzt Zweideutigkeiten drin, aber das könnt ihr euch ja später auseinanderklamüsern. Dafür haben wir jetzt sowieso keine Zeit, denn Lara Croft hat in Tomb Raider ein Date mit dem Schicksal. Wer ist die Frau hinter den Brüsten? Und wie hat das alles angefangen? Epische Musik jetzt. Starten wir jetzt mit Tomb Raider, mit dem zweiten Teil. Hallo, liebe Menschen, die ihr jetzt gerade eingeschaltet habt. Wir spielen jetzt Tomb Raider 2. Ich habe eine Bitte an euch. Eine Info und eine Bitte. Ich spiele das ja gern. Aber wenn ich die ganze Zeit angemeckert werde, spiele ich das nicht mehr gern. Ich spiele jetzt den zweiten Teil und es haben ja viele Leute gemeckert beim zweiten Teil gerade, die vielleicht den ersten oder den dritten nicht gesehen haben, weil beim ersten habe ich noch mehr mit der Panzersteuerung gespielt, im dritten habe ich komplett Panzersteuerung gespielt, im zweiten habe ich sehr gestruggelt mit der modernen Steuerung und die ist meiner Ansicht nach nicht geeignet für diese Art von Game, für die Art, wie das Spiel aufgebaut ist. Gab es auch wieder andere, die auch gesagt haben, nö, stimmt doch gar nicht, ist mir offen gesagt jetzt egal, das ist meine Meinung, damit müsst ihr leben. Und deswegen spiele ich jetzt weiter und würde es genießen und begrüßen, wenn ihr, falls ihr jetzt 1A Gameplay super Shit sehen wollt, dann seid ihr hier falsch, dann nehmt es mir nicht übel, dann geht woanders hin, weil ich kann das nicht ertragen, diesen ganzen Hate immer in den Kommentaren wegen Spielen, die ich spiele und die ich mag und ich weiß, ihr seid die Besten in allem, aber dann bitte schreibt das doch woanders runter. Es interessiert mich nicht und ich will es auch nicht hören. Tut mir leid, wenn ich das so frech am Anfang sagen muss, aber es zerstört mir wirklich die Laune. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich musste so viele Leute löschen, blocken. Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht mir keine Freude und sorgt eher dafür, dass ich das Spiel dann nicht mehr machen will. Insofern überlegt es euch doch einfach mal, bevor ihr was postet, ob ihr in Zukunft Content davon sehen wollt. Und überlegt euch, ob das, was ihr schreibt, wirklich hilft, diesen Content zu bekommen. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute Tipps haben, Hilfe. Aber so die Art von Beleidigung, die ich mir in letzter Zeit irgendwie durchlesen musste oder löschen musste, da habe ich offen gesagt keinen Bock drauf. Da bin ich erwachsen und auf so eine kindische Scheiße habe ich null Bock. Also bitte, bitte, bitte guckt woanders, wenn ihr irgendwie sowas nicht gucken könnt. Das ist dann aber auch ein Problem von euch und nicht von mir. So, das betrifft jetzt nicht die Leute, die gerade zugucken, ne? Das ist schon klar. Das betrifft ganz spezifische Leute, die auch nicht mehr kommentieren dürfen, weil die längst geblockt sind. Das wäre mir echt nett, weil das zerstört mir wirklich den Spaß. So lande ich dann. Okay. Wir haben ja aber dasselbe Problem noch. Da haben wir nämlich letztes Mal aufgehört, hier an dieser Stelle. Wir hatten ein paar Sachen, die waren ganz gut. Und dann haben wir so ein bisschen die Orientierung verloren und uns selbst. Wenn ihr wisst, wenn ihr euch auskennt mit dem Level, können wir super gerne helfen. Nehme ich total gerne an, weil ich weiß, dass wir hier schon ein bisschen rumgeeiert haben. Hier unten links haben wir was geholt. Hier rüber sind wir auch schon gesprungen. Was haben wir noch gemacht? Wir haben Ratten erledigt. Waren wir in der Ecke schon da hinten? Ich glaube fast, da waren wir noch nicht. Naja. Und irgendwie bin ich auch hier hingesprungen. Na, ganz kurz noch, ich nehme das nicht zu Herzen, aber ich muss doch auch, ich finde, es ist nur fair, dass ich das dann auch sage. Also ich meine, wir sind ja hier alle erwachsen, ne? Ihr sagt mir, wenn ich irgendeinen Scheiß baue und ich sag euch, wenn ich auf bestimmte Sachen keinen Bock habe. Und Leute brauchen sich nicht wundern, wenn ich sie lösche, wenn sie mir irgendwie Gemeinheiten in meinen Chat schreiben. Nicht im Chat, aber auf YouTube. Ist doch klar. Warum soll ich mir das hier machen? Das ist mein Garten, wenn da das Unkraut reinkommt, zupfe ich es raus. Also mein Problem damit ist nur, dass die Leute halt denken, ja, ich habe doch gar nichts gesagt, ich habe doch nur gesagt, du sollst sterben und bist ein Hurensohn. Das meine ich so. Wenn du ernsthaft denkst, dass man so redet, dann ist das Problem bei dir und nicht bei mir. Das nur so als Info, jetzt heulen wieder ein paar Leute rum, bin ich mir ganz sicher, dass ich keine Kritik vertragen kann. Es ist keine Kritik, was da teilweise kam. Es ist einfach keine Kritik. Okay. 10 Minuten im Spiel, schon zweimal gestorben. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich jetzt lang muss. Ich probiere es nochmal aus. Ne? Ich gehe jetzt die ganzen Orte nochmal durch, wo ich schon war. Wenn ihr es wisst, wie gesagt, gerne helfen.
Nee. Ich brauche dringend mal mehr Energie. Okay, das war jetzt aber. Ich bin nicht gesprungen. Ah, ja, das ist es. Ja, ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich muss hinter den Kamin kommen, ne? So war doch was. Da war was mit dem Kamin. Ja, ja. Wie komme ich denn hinter den Kamin? Entweder von da oben. Da unten durchspringen geht leider nicht, weil dafür habe ich nicht mehr genug Energie. Ich versuche jetzt mal da nochmal hochzukommen. Das ist gar nicht so einfach, hier an diese Ecke zu kommen. Hier ist nicht schwer, ne? Das ist nicht schwer, aber... Von hier dann darüber, ohne gegenzuknallen, mit dem Hebel vom ersten Kronleuchter aus. Okay, das ist schon mal ein guter Tipp. Aber... Ah, komm. Lara Croft, Kammerjäger. Den Hebel habe ich ja schon gezogen. Ich habe nur leider keine Anzeige mehr bekommen, wofür der eigentlich ist. Ich guck mal gerade in den Chat, was sagt ihr? Mit dem Hebel vom ersten Kronleuchter aus, das ist der zweite Simon, andere Seite und eins tiefer. Ja, das weiß ich ja. Aber das war der Hebel hier, den du meinst, oder? Und den habe ich, naja, den habe ich doch schon gezogen, dachte ich zumindest. Der ist ja unten, hier. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was passiert. Passiert nichts, ne? Ah, jetzt ist da unten jetzt der Kamin offen. Muss ich gerade mal gucken. Das wäre ja geil, wenn ich ihn jetzt damit aufgemacht hätte. Ja, sieht man nicht. Ich hoffe, ich kann von hier überhaupt dahin springen. Einfach Rückwärtssalto. Einfach Rückwärtssalto. Mit so wenig Energie muss man echt vorsichtig sein. Aber ich werde schon irgendwo noch was finden. So, jetzt müssen wir gerade hier gucken. Da wollen wir eigentlich hin. Ich komme hier aber nicht hin. Ich weiß aber, dass da unten was ist. Da, ne? Ist das nicht ein Gang? Da, da geht's rein, ne? Da kann ich aber nicht hin, weil ich dann verbrenne. Ja, vielleicht auch nicht. Mal gucken, ob ich hier so langsam vielleicht dran vorbei. Ah, da würde mir aber ganz schön der Arsch brennen, wenn ich da hingehen würde. Nee. Komme ich vielleicht hier auch einfach da so drauf? Von hier, ne? Müsste doch eigentlich auch gehen. Nee, das bringt mir auch gar nichts, ne? Da war nämlich ein Item. Da war irgendein Item. Nee. Okay. Ich weiß überhaupt nicht, wo es weitergeht. Ich guck nochmal. Vielleicht kann ich ja irgendwie nochmal anders da hinter den Kamin kommen. Ich habe ja wirklich auch gar keine Energie mehr, um irgendwas zu versuchen. Ich könnte hier so runterklettern vielleicht. Dann mal unten gucken. Colonel, sorry, aber ich verstehe überhaupt nicht, was du da schreibst. Okay. Tauch da einmal durch. Einfach, um es mal gemacht zu haben. Weil ich weiß, dass man da irgendwo anders hinkommt, aber ich weiß nicht mehr, welche Ecke das war. Es war ein weiter Tauchgang, aber man kann es schaffen. Vielleicht muss ich irgendwann hier auch nochmal gucken, ob hier nicht noch irgendwo ein weiterer Weg ist oder so.
Weil ich tauche natürlich immer straight durch diese zwei Gänge. Bin mir aber nicht sicher, ob das... Ah, bin ich jetzt hinter dem Feuer? Nee. Hinter dem Kamin, dachte ich gerade. Feuer ist da auch, ja. Oh, toll. Ja, das lohnt sich nicht. Okay, wir gucken nochmal weiter hier im Raum. Oh, da ist auch noch ein Hebel. Ah. Ja, okay. Aber habe ich den nicht auch schon mal gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich dachte eigentlich, den hätte ich auch schon mal gemacht. Also auf jeden Fall habe ich den schon benutzt, aber ich glaube, dass ich dann auch gestorben bin und bla und habe den nicht mehr wirklich auf dem Zettel gehabt. Na endlich. War das Bootsfahren zu dem Zeitpunkt schon? Im zweiten sind wir schon Boot gefahren, ja. Also wir hatten diese Boot-Action schon, das war aber eine kurze. Kann natürlich gut sein, das werden die sicher noch häufiger benutzen. So, Problem ist jetzt für mich, was hat dieser zweite Hebel jetzt gebracht? Irgendwas muss er ja gemacht haben, wahrscheinlich auch wieder irgendwas mit dem Feuer. So oder so komme ich aber hier nicht weiter. Aber ihr seht, da unten ist jetzt ein Gang aufgegangen. Es wäre natürlich easy, jetzt drüber zu laufen, wenn ich ein Medipack hätte. Dann würde ich ein bisschen Energie verlieren. Unten ist wahrscheinlich Wasser. Und dann wäre das nicht so schlimm. Aber so kann ich es mir nicht erlauben. Ich bin mir aber sicher, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt. So kann es eigentlich nicht sein. Kann nicht sein, dass sie erwarten, dass du Schaden nimmst. Das wäre ja Wahnsinn. Es ist so viel einfacher mit der Panzersteuerung, diese genauen Sprünge, als mit der modernen Steuerung. Es ist einfach nicht wirklich spielbar mit der modernen. Kann auch sein, dass da auch Leute gibt, die sagen, nee, das geht schon. Kann ja alles sein. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe auch nirgendwo was Positives gelesen über die moderne Steuerung. Eigentlich sagen alle, die ist kompletter Crap. Ich habe ein, zwei Leute gelesen, die meinten irgendwie, das wäre, man würde es falsch spielen. Das fand ich sehr interessant, dass bei der modernen Steuerung die Blickrichtung zählt. Da muss man wahrscheinlich einmal das Tutorial mit der neuen Steuerung machen, dass man wirklich rafft, aber es gibt alles, was es in der alten gibt, auch mit der neuen. Meiner Ansicht nach nur ist das Spiel dafür halt nicht gemacht. Ist ja jetzt auch nicht schlimm, weil das ja auch einfach schon 20, 30 Jahre alt ist. So, hier ist jetzt auch nichts. Man könnte sich jetzt hier runterfallen lassen, ne? Das habe ich hiermit mal demonstriert. Oh, ich muss kurz das Thema noch ändern. Also, ich lade mal schnell. Und dann springen wir jetzt auch nochmal hoch. Das war an sich ja schon richtig. Aber stimmt, ich muss noch den Text ändern. Ne? Mich hat die Ratte gegessen. Ab ins Grab mit Tomb Raider 2. Aber immerhin habe ich die Kategorie schon geändert. So, Remastered. Mein Gott, man muss immer so viel machen. Da brauche ich einen Bot für. So, okay, fertig. Jetzt kann ich mich wieder kümmern um euch. Bitteschön. Laden.
Nein! Du solltest dich eigentlich... Genau, so und dann nochmal. Ah! Seht ihr, das geht nicht. Ich wollte mich festhalten, das war zu langes Fallen. Da geht's dann nicht mehr. Ja, da muss ich wohl doch von hier unten, ne? Lass sie nicht vermeiden. Tja. Ich versuch's mal, indem ich nach vorne gehe und normal springe. Das könnte klappen. Nein. Dann muss es Anlauf sein, aber da renne ich, wie gesagt, immer gegen die Wand. Okay, das war jetzt auch blöd, ne? Hol dir doch einfach mal eine Leiter, Lara. Meine Güte. Es ist wirklich nur noch maximal Bescheuertnis. So. Okay, jetzt wird gerannt, ne? Ich mache einmal speichern, weil es einfach... Ich werde eh wieder sterben. So, einmal rennen, drücken und dann halten. Jetzt ging's. Hab's aber auch schon ein paar Mal gemacht, da ging's nicht so richtig. Oh Gott, du... Truller! Kannst du auch einmal stehen bleiben? Seht ihr? Das ist genau das, was ich gerade meinte. Ich weiß nicht mal, was gerade passiert ist. Ich mach... Ne, was? Warum? Warum machst du das? Ich habe doch keinen Button. Hab ich einen Button gedrückt? Was ist denn los? Warum? Du sollst einfach nur hüpfen. Jetzt traue ich mich nicht mehr. Ich drück aber nur... Button. Okay, irgendwie vielleicht einen Schritt weiter. Ich habe keine Ahnung, warum das eben ging und jetzt nicht. Ich meine, mehr als auf den Rand zulaufen und Quadrat drücken kann ich nicht. Okay. Es ist wirklich für mich nicht klar. Ich verstehe nicht, was ich gerade eben anders gemacht habe, dass es jetzt so ist. Vielleicht muss ich irgendwie ein bisschen schräg springen. Vielleicht geht's da. Irgendwie von hier nach... Ach Gott, ich hasse dieses Bewegungsding so sehr. Wenn ich jetzt vielleicht von hier links nach da rechts springe, vielleicht dann. Ich würde es halt auch gern verstehen, warum das so ist. Wollte ich gar nicht. Habe ich nie gedrückt. Okay, immerhin lande ich. Jetzt speichere ich nur noch ab. Okay, nee, ist gar nichts, ne? Ich brauche das gar nicht. Nee. Oh, also, jetzt frage ich mich gerade, ob ich jetzt wirklich einfach durch dieses Feuer rennen muss, um Schaden zu nehmen, weil dann kann ich das an der Stelle halt nicht weiterspielen, weil ich keine Energie habe. Aber das kann es nicht sein. Das wäre echt lame. Das ist nicht die Lösung. Das zum Beispiel, da oben ist ja offensichtlich was. Aber wie soll ich denn da hinkommen? Ja, vielleicht sollte ich einmal noch versuchen, übers Feuer zu hüpfen, aber ich persönlich glaube nicht, dass das klappt. Sobald du in der Nähe vom Feuer bist, fängst du Flammen und bei so wenig Energie bin ich sofort tot.
Was ein Krampf, ey. Ich speichere hier nochmal ab. Schreib mir das gerade mal auf. Bis wohin es scheiße war. Dann kann man den Scheiß wenigstens rausschneiden. Keinen Bock mehr. So, weiter geht's endlich. Jetzt habe ich geladen, ne? Oh Mann, ey. Ey Simon, was ist denn los? Warum? Warum lade ich, wenn ich speichern will? Nee. Wir springen runter. Und machen das alles einfach normal. Gleich. Nee, also ich muss aber auch sagen, das spiegelt sich ein bisschen auch wieder mit dem, was die Leute gesagt haben. Der zweite Tomb Raider-Teil ist schon der schlechteste. Also der hat so viele Sachen, die irgendwie im Level-Design ja nicht so geil sind. Da hat die Venedig-Nummer, finde ich furchtbar. Also der zwei von den dreien, ich habe die jetzt 1, 2 und 3 in der Reihenfolge gespielt, gefällt mir eigentlich der dritte am besten, dann der erste und dann mit Abstand, mit wirklich einigem Abstand der zweite. Das war einfach nicht der, das war nicht der die Fortsetzung, die Leute wollten. Okay, zurücklaufen. Okay. Das Ding haben wir. Da. Okay. Da haben wir es. Einmal nach oben. Also hier ist wirklich direkt irgendwas, ne? Hier merkt man direkt interessante Items, ein Schalter, zwei Türen. Hier können wir was machen. In Dark Souls wäre das jetzt voll die krasse Lore, warum hier diese Bücher rumliegen. Hier bin ich mir nicht sicher, ob man so weit gedacht hat. Oder ob er einfach nur im Bücherwurm gerne abseits sitzt, weil er seine Ruhe hat hier, weil keiner guckt hinter den Kamin. Ich war schon mal da und hatte den Schlüssel nicht. Ja, siehst du mal, wie es gehen kann. Alter, ich habe nun wirklich gar keine Energie. Geh weg, ich spring schon. Ach. Ja, er hat dabei, er hat dabei. Oh, der hat an. Aha. Aha. Ist das nicht der Tempel mit Damoklesschwertern und Thors Hammer? Ich glaube, du verwechselst das mit dem ersten Teil, den hatten wir gestern oder vorgestern. Da haben wir genau das gemacht. Thors Hammer, was gibt's denn noch? Sisyphos war tatsächlich nicht dabei, ne? Atlas war dabei. Hier, der Unterwasser-Heini mit dem Kringelalgen, Haar. Wie heißt der? Aber da haben wir auch noch nicht alle Midas Rätsel gelöst. Ihr meint den Midas-Tempel. Ich kann mich noch erinnern, dass uns noch ein Bleistück fehlt, was wir zu Gold machen mussten. Auch ein sehr langer, sehr anstrengender Level war das. Den ich immer noch nicht beendet habe. Ja, vielen Dank. Für nix. Okay, da muss man sich irgendwie anders ranschleichen. Vielleicht möchte auch die... lieber mal die Schrotflinte nehmen. Nee. Nimm die. Geht schneller. Bin mir nicht sicher, was hier eigentlich, was ich machen sollte. Außer rumstehen und aus der Ecke ballern.
Klar, ich kann ja nicht um Ecken gucken, ich kann jetzt auch nicht mich, ist kein Deckungsshooter, ne? Ich kann eigentlich nur versuchen, die Figuren so ein bisschen zu bescheißen, indem ich eben sie vielleicht schon triggere und dann zurücklaufe, ja, so wie jetzt. Was? Okay, das ist natürlich schon irgendwie lustig, aber auch zeigt, wie furchtbar die KI war. Tot? Nee, es ist einfach eine ganz schlimme Ecke. Ich habe irgendwo zu viel Energie verbraucht und das holt mich jetzt einfach ein. Durch die Wand. Ja. Kamera, hallo. Es sind im zweiten Teil einfach zu viele Schussgefechte gegen irgendwelche menschlichen Gegner. Es ist einfach nicht der beste Teil. Können wir das wenigstens bei aller Liebe festhalten? Aha. Okay, dann werden wir nach. Ach, haben wir schon nachgeladen? Ja. Macht sie gar nicht, ne? Braucht sie gar nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier hinten wäre noch Energie für mich. Ich meine, wir waren hier schon. Nee. Das ist natürlich ein Argument, die wehren sich wenigstens im Vergleich zu den ganzen anderen Tieren, die sie einfach gnadenlos niederschlachtet. Das ist wahr. Aber sie haben halt keinerlei Strategie, so, das ist das, was, glaube ich, sehr störend sein kann. Sie stehen halt und ballern. Eine neue Tauchgrotte für uns. Und da oben ist so eine Art C4-Sprengstoffauslöser. Die sehen immer so aus. Kann sie hier vielleicht hochklettern? Das wäre mal geil, ne, wenn sie hier... ich wette, Nathan Drake, der kann das. An diesen Stangen hochklettern. Vielleicht von hier irgendwas. Diese Ecke hier ist auch nicht für umsonst da, oder? Eigentlich. Hier, wenn ich da hochkomme, könnte ich nach links. Wenn wir irgendwie da hochkommen, können wir sowohl hier zu dem Auslöser für den Sprengstoff da und auch hier hoch auf die Dächer, was auch immer das bedeutet. Dann können wir da das einschießen und können da rein. Super Mario kann das auch. Ezio kann das auch. Ich weiß. Sie können es alle. Ah, okay. Hab das Gefühl, dass man hier eventuell das C4 benutzen muss, um dann hier Sachen wegzusprengen. Oder man muss das Wasser wegbekommen. Oder keins von beidem. Und ich muss hier einfach nur hier hinspringen. Krass, okay. Ja, ich kann ihn nicht auslösen. Vielleicht muss ich da vorher noch irgendwas machen. Nein.
Einfach hier so. Ein Jade, Drache. Oh nee, das war einfach nur ein kleiner Bonusraum, der mich eigentlich nicht interessiert. Schade, ich dachte, ich komme da weiter jetzt und könnte was mit dem Sprengstoffding machen. Das könnte man auch mal wieder machen. Genau, hin und her schalten, das ist ja immer ganz gut. Nee, hier ist nirgendwo was, ne? Hier ist rechts nichts, links nichts. Nee. Nee, das wird nix. Dafür ist auch das Dach, glaube ich, zu abschüssig. Wobei, das auch könnte man auch zu diesem Dach jetzt sagen. Vielleicht komme ich da von der einen... Von der einen Mauer auf das Dach vielleicht. Naja, wenn es nicht klappt, dacht nichts. Oh, das ist ja nochmal interessant. Ja, eigentlich müsstest du dich doch hier jetzt links weiter bewegen können. Ja, geil. Okay, da oben, jetzt dachte ich gerade, oh Gott, das ist so lustig. Ich habe viel zu viel Rainbow Six gespielt. Mein erster Gedanke war, okay, da vorne haben sie irgendwie einen Weg zugemacht. Hängen im Stacheldraht. Ah, ist das schlimm, ey. Ein weiteres Spiel, wo ich nur auf die Fresse kriege. Ob sich das jemals ändern wird. Oh Gott, bin ich froh, dass du endlich durch bist, Level. Einer der schlimmsten Level, die ich je gespielt habe in Tomb Raider. 35 Minuten, Bartollis Versteck. Und jetzt gibt's vielleicht eine kleine Cutscene auch mal wieder. Nee. Ich habe gar keine Cutscene. Da will George McCrae mal wieder ein bisschen angeben. Wir haben auch schwingende Kisten. Aber da kann man gar nichts machen, ne? Ich hab sie! Ich hab sie erledigt! Ah, speichern wäre nicht schlecht gewesen, ne? Würdet ihr das machen? So cool wie sie, in den Abgrund ins Dunkel rutschen? Ohne Stirnlampe. Nee, nee. Da, ich lebe zwar noch, aber das war nicht das, was ich wollte. Das Opernhaus. Gabriel Knight. Flashbacks. Nee, nee, man kommt nicht so... Ich meine, ich will natürlich eigentlich da links hin, ne? Das sehen wir ja. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Na, vielleicht doch. Probieren wir es mal. Nee, auch nicht. Das kann's nicht sein. Das ist ein bisschen zu weit weg. Wir probieren es einmal noch, nur um sicher zu gehen, dass es doch nicht die Sprungweite ist. Na, es ist immer noch zu sehr um die Kurve. Es könnte klappen. Könnte klappen, könnte nicht klappen. Deswegen muss ich es echt mal ausprobieren. Seht ihr? Es geht nämlich dann manchmal doch. Was? Oh, komm, doch nicht. Wo ist er?
Ach ja, hier, das ist ja auf der anderen Seite, da unten wahrscheinlich, ne? Ne, das sind Spikes. Komisch, wer schießt mich denn hier jetzt an? Ja, wieder nicht gesprungen. Liegt übrigens daran, das haben jetzt Leute auch mehrfach mir erklärt, ich finde es immer noch blöd, dass man auf die Beine achten muss, dass die den Boden erreichen. Und wenn die den Boden nicht erreichen, kann sie nicht springen. Das weiß man aber erst, wenn man es hunderte Stunden gespielt hat und ungefähr so ein Timing hat. Nicht ganz, aber so ein Timing hat, wenn man weiß, okay, aus dieser Entfernung geht es, aus dieser nicht. Zu weit geht trotzdem, zu nah geht nicht. Also, ne, das meine ich. Man kann endlos drauf zurennen, aber sobald man zu nah ist, springt sie nicht mehr. Okay, komm. Was? Ich werde hier gerade angeschossen, ne? Das mag ich nicht. Deswegen warte ich lieber mal. Mal gucken, ob hier auch noch was ist. Das ist doch wahrscheinlich wieder eine Tür, ne? Ja, ist ein Türchen. Was ist das denn? Das hätte ich ja beinahe übersehen. Direkt kommt einer von den Goons hin. Ich meine, sowas meine ich. Das ist ja ganz nett, dass das geht, aber das ist ja, das macht ja taktisch überhaupt keinen Spaß. Also so jemanden, so eine AI so quasi zugrunde zu richten, weiß nicht. Okay, wo ging die Klappe auf? Da vorne, ne? Das ist die Klappe da in der Mitte. Also müsste ich da von oben nochmal hinspringen. Die hier war es nicht zufällig, nee. Okay, also das kann man sich, glaube ich, sogar merken. Ich speichere mal ab. Vielleicht versuche ich es auch erstmal wieder dahin zu kommen über diesen Weg, den ich gerade gelaufen bin. Ah, hier komme ich nicht mehr. Doch hier. Ja, das ist jetzt natürlich Originalgrafik. Das ist die Remastered-Grafik. Ich versuche immer wieder auch ein bisschen umzustellen. Einfach aus Spaß. Okay, ich denke einfach ein Rückwärts. Ja. Irgendwo hier läuft einer rum, ne? Zu früh gehüpft. Wie dumm, ey. Ich muss das nochmal probieren, bevor wir weitergehen. Ich glaube, so ist die richtige Entfernung. Einmal speichern, es kann immer schief gehen. Ja, man muss es wirklich so ein bisschen wie auf dem Bau machen, ne? Mit den einzelnen Backsteinen. So, das ist ein Backstein. Dann gehst du einen Backstein zurück und dann kannst du genau einen Backstein springen. Oh, komm, ernsthaft? Dieses Spiel manchmal, ich schwör's euch. Ich nehme an, da muss ich rein. Also muss ich wahrscheinlich wirklich, ja, ich muss wahrscheinlich wirklich anders springen. Oder war es das hier?
Wir gucken erstmal, ich kann ja gleich neu laden. Wir gucken einmal hier rein. Ah, nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Kann man hier auch? Nee, hier kann man nicht hoch, ne? Das wollte ich gar nicht. Aber gut zu sehen, dass man hier theoretisch hinspringen könnte. Mit ein bisschen Energieverlust kommt man da um die Ecke. Aber hat geklappt. Das ist alles, was zählt. Aber da unten, das Problem ist auch, dass ich so hart lande, wenn ich da jetzt runterspringe, dass ich auch wieder Energie verliere. Das will ich eigentlich gar nicht. Mal kurz gucken. Da müssen wir hin. Das habe ich mir schon gedacht, ne? Oh. Immerhin. Aha. Das wird nicht hinterfragt, ob das jetzt noch besser gehen würde. Bei euch auch keiner gefragt. Okay. Nein, ich habe geladen. Es ist immer dasselbe. Ja, man kann natürlich, ne, F5 und F8 sollte man mehr benutzen. Trotzdem glaube ich nicht, dass man da irgendwie groß anders hinkommt. So, jetzt nehme ich erstmal den anderen auch noch. Aha. Aha. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen, wo es weitergeht. Ich denke mal hier unten. Nee, warte mal, oben. Aber hier nicht, ne? Weil hier oben ist ja nichts mehr. Lebensrettendes Wasser. Okay, hier links ist nichts. Na, sieht nicht so aus, als ob hier irgendwas Sinnvolles ist. Liegt hier was? Nee. Aber ich habe den Schlüssel und ich nehme an, dass jetzt eben wieder irgendwo eine Tür aufgeht. Aber dazu muss ich erstmal hinkommen. So, nach vorne und X. Jetzt geht's. Aha. Der arme Kerl, der wurde hier einfach mit dem Boot ausgesetzt auf dieser kleinen Eckkante. Und da soll er jetzt einfach leben. Verteidige sie mit deinem Leben.
HD. Das sieht aus, als wäre da mal eine Tür gewesen, die wir nicht aufkriegen. Ah, hier könnte man eventuell so C4 platzieren und das dann sprengen, oder? Auch interessant, wie die Maske hier verändert wurde. Da haben sie versucht, so irgendeine Skelettmaske oder so hinzukriegen. Hier haben sie einfach gesagt, komm, wir machen einfach Phantom der Oper. Na, viel besser. Sind doch in Venedig. Was soll das denn? Okay, nun wird der Schlüsselraum gesucht. Ja, da wir hier nicht weiter kann, nehme ich mal an, man muss es tatsächlich über diesen Weg machen. Vielleicht muss ich einfach wieder zurück an der schwebenden Kiste, die man nicht abschießen kann. Die endlos schwebt. Da sollte man Energiegeneratoren dran machen. Viel wichtiger als der ganze archäologische Scheiß hier. Exakt, die Kategorie von Tomb Raider ist Jump and Gun. Ich war mir schon sicher, dass ich jetzt gerade wieder verende. So ungefähr. Wie alt warst du, als du das erste Mal Tomb Raider gespielt hast? Naja, ich weiß nicht, wann kam denn Tomb Raider 1 raus? Ich habe es noch für den Saturn gespielt, weil es für den Saturn einen Monat früher rauskam als für die PlayStation. Und dann habe ich es auch für die PlayStation gespielt und dann habe ich es auch für den PC gespielt. Und ja, ich habe immer noch keine Ahnung, wie die Architektur ist. Und man kann es kaum glauben, dass ich es gespielt habe. Ja, ja, ja. 100 Spiele pro Jahr, 30 Jahre dazwischen. Aber klar, ich habe das in allen Varianten gespielt. Gab es nicht sogar einen Tomb Raider Gameboy-Teil, habe ich auch gespielt, aber der war ja 2D, glaube ich. Der war gar nicht so schlecht, wenn ich mich nicht täusche. Es scheint wirklich so zu sein, dass ich irgendwie wieder zurück muss oder zu einer Stelle, wo ich die Tür gefunden habe, an die ich mich gerade nicht erinnern kann. Gab eins fürs Nokia. Ja, das habe ich auch, genau, das habe ich auch noch gespielt, ne, für das Engage auf jeden Fall. Hat auch funktioniert, überraschenderweise. Also muss man auch sagen, die Sachen haben auch funktioniert. Also waren schon immer noch okaye Spiele und keine jetzt super simplen Cash Grabs so. Nein, du solltest dich noch gar nicht hochziehen. Habe ich jedes Mal Angst, dass mich die Kiste erwischt. Aber sie macht das dann. Sie lässt sich nichts sagen von mir. Ist auch okay. Ist okay, du weißt es besser. Ist ja dein Geld. Ja, jetzt muss ich auf die andere Seite. Da gehen wahrscheinlich Türen auf jetzt. Demo auf Saturn gespielt. Ja, ja, das ist so der Ding, ne? Sega hat das damals eigentlich versucht, sie haben es halt leider verkackt, aber sie haben es echt versucht, ich meine, sie hatten sowas wie Tomb Raider als erstes, sie hatten, glaube ich, sogar Resident Evil, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, aber ich glaube, sie hatten sogar Resident Evil als erstes, also irgendwie kurz früher, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, vielleicht täusche ich mich da auch gerade, aber Tomb Raider ganz sicher. Und die hatten also die Möglichkeit, ihre Konsole ganz am Anfang zu pushen, aber es war halt Sega und wenn die eins nicht können, ist es gute Sachen bewerben. Ja genau, Tomb Raider auf dem Gameboy. Habe ich damals den Test gemacht. Ich weiß ja, dass die da sind. Warum bin ich denn jetzt... Naja, weil es war so schön angenehm. Es hat so gut geklappt. Ich wollte eigentlich natürlich da rechts rüber. Da. Vielleicht könnte ich auch... Nee, da ist ein Tor. Und das ist alles nicht für mich. Das ist nicht tragbar. Diese schiefen Ecken. Auch nicht. Okay. Ich weiß, dass ich da einfach wahrscheinlich durchspringen kann, aber ich werde es sowas von sichern.
Ich dachte, ich komme drüber, aber zum Glück habe ich gespeichert. Vielleicht geht das von hier auch gar nicht, ne? Vielleicht komme ich einfach nicht hier rüber. Ah. Oh. An sich nicht schlecht. Was? Okay, das ändert natürlich alles. Ich dachte, das wären so Tore. Das sahen aus wie irgendwelche Gitter. Der Endgegner ist die Steuerung. Ja, weiß nicht. Um ein paar Leute zu zitieren aus meinem Kommentarbereich: Das Spiel ist super und die Steuerung ist fantastisch. Du kannst es noch nicht. Ist ja vielleicht sogar wahr. Also fantastisch ist die Steuerung nicht, aber sie ist zweckmäßig. Wie willst du es denn mit der Architektur anders machen? Aber sie ist so beweglich und gleichzeitig aber auch so lahm. Ne? Das ist so ein bisschen der Punkt, den ich da mache. Ich würde mich schon freuen, wenn sie einfach an der Kante stehen bleiben würde. Warum nicht einen Button, um von der Kante runterzuspringen? Und ansonsten bleibt sie immer stehen. Das wäre doch ein guter Kompromiss. Ah, shit. Der Level ist so vertrackt und kompliziert, habe ich als Teenie nie geschafft. Ja, also stimmt, ich kann auch, den zweiten habe ich zum Beispiel auch, glaube ich, nicht durchgespielt. Nicht so richtig, weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall kann ich das Argument total verstehen. Man verliert dann einfach schnell so ein bisschen die Orientierung, dann fängst du irgendwann nochmal neu an, hast noch weniger Ahnung, verläufst dich 100 Mal und dann hörst du irgendwann auf und dann war es das halt. Vielleicht ist es auch vom Spiel so gewünscht. Vielleicht ist es einfach eine Diva, der man sich anbiedern muss. Miss Croft, dürfte ich sie bitte spielen? Nein, mich darf man nicht spielen. Nur wie ich will. Ein Kasten pro Sprung. Oh, fuck. Ja, wenn sie langsam geht, bleibt sie an der Kante stehen. Ich weiß. Aber was ich meine ist ja, so will keiner das Spiel spielen. Aber du läufst so und dann bleibt sie auch noch so lang. Guck mal, wenn du aufhörst, den Controller zu drücken, ne, dann läuft sie, weil das diese Blockmechanik ist, immer noch ein Stück weiter. Und da fände ich es schön, wenn sie da dann über Kanten nicht hinweglaufen würde. Weil sie ist doch nicht bescheuert. Also so, tut mir leid, aber es ist halt einfach deine Schuld, wenn du über die Kante hinwegläufst. Finde ich. Auch eine gute Frage. Warum nimmt sie ihren Zopf nicht als Kletterseil? So viele Fragen. Warum nimmt sie keine kleine Leiter mit? Warum hat sie nicht einen Dietrich wie The Master of Unlocking Jill Valentine? Warum lässt sie die ganzen archäologisch prunkvollen Schlüssel einfach stecken und nimmt sie nicht mit für ein Museum? Warum liegen in jedem Tempel Medipacks? Man könnte ewig weiterfragen. Aber ist ja auch Quatsch. Solche Spiele darf man so nicht analysieren. Das sind Videospiele, die sollen Spaß machen. So. Ich warte immer noch drauf. Nein, es macht ja Spaß. Oh, ja. Lange Jahre lagen die Dächer oben, wo sie hingehörten. Doch dann kam das, die trampelnden Stiefeln der viel zu schweren Lara. Das hat doch aber, guck mal, die haben das überhaupt nicht befestigt. Haben die Sache nur in die Luft gehängt oder liegt das auf Spinnenweben oder was soll das sein?
Der Witz ist, mittlerweile mache ich das nur noch deswegen, ne? So in die Ecke laufen, ballernd. Weil ich genau weiß, da ist bestimmt wieder einer. Und wenn, dann kriege ich es erst mit, sobald ich blute. Sorry, aber dass man da nichts machen kann in Kämpfen, ist einfach komisch. Dass ich einfach nur stehen und ballern kann, ist irgendwie komisch. Das ist eine sehr gute Erklärung. Könnte fast richtig sein. Von Leyburn. Durch die kapillare Wirkung sind die Balken durch das hohe Grundwasser morsch. Weil nämlich das Wasser, das alte Morschwasser, einmal hochgezogen wird von dem alten Holz, weil das Holz immer noch denkt, es wäre ein Baum. Und deswegen wird es dann morsch. Und zwar auch ganz oben. Ist sogar gar keine so dumme Erklärung. Alter! Ach komm, ey. Mach doch bitte mal. Irgendwie gib mir doch die Chance zu gewinnen. So ein dumpfes, hirnloses Geballer in einem so schönen Spiel. Es ist echt, man fragt sich, was ist mit Eidos eigentlich, was ist schiefgelaufen? Warum hat euch keiner das gesagt? Ah, okay, jetzt ist er wieder, hat sich wieder aufgehangen. Das passiert leider häufiger. Ist jetzt, glaube ich, schon 3-4 Mal passiert. Geil, schon 11 von 269 Errungenschaften. Okay. Ganz viele Leute haben gesagt, oh, bitte kannst du einmal für mich den Butler in den Kühlschrank sperren. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der das nicht gemacht hat. Nee, falscher Tomb Raider, ne? 2. Ach, die schöne Musik, ne? Wundervoll. Wundervoll, finde ich. Ah, nee, da ist wahrscheinlich die besser, ne? Vielleicht sollte ich hier einfach nur... Kann ich denn vielleicht hier irgendwie drauf hüpfen an der Stelle, wo es... Nee, da rutsche ich überall runter. Da auch. Wenn ich könnte, könnte ich da auf diese eine Ebene rechts neben ihrem Kopf da so hochklettern vielleicht. Aber das schaffe ich in der Zeit nicht. Was? Es ist ein Krampf mit dem Spiel. Habt ihr gewonnen, Rainbow Six? Ja klar, Alter, Haus hoch, haben die komplett abgezockt. Sterzig hat nicht einen Kill gemacht. Wer es nicht glaubt, kann sich's ja gerne mal angucken. Auf meinem YouTube-Kanal. Den ultimativen Sieg. Ah, okay, das sind ja die guten Waffen, ne? Mann, Spiel, wie soll ich's denn machen? Was willst du von mir? Erklär's doch! Du kannst nicht in Deckung gehen, du kannst nicht aus der Deckung schießen, du hast auch keine Scharfschützengewehre, also was genau soll ich denn machen?
Aha. Aha. Mhm. Na, immerhin. Langsam kriege ich wieder leichten Munitionsvorrat. Munitions aber auch einen Heilvorrat. Der ist wichtig. Der Heilvorrat. Besonders wenn man rechts ist. Das ist das Wichtigste. Da ist das alles, was dich interessiert. Mich interessiert es natürlich nicht. Aber es ist nicht leicht, rechts zu sein. Brauchst du immer so einen ordentlichen Heilvorrat? Hast du auch genug Hals daheim? So, 75 Mal habe ich schon gespeichert und Verzweiflung macht sich breit, weil ich noch gar nicht so weit im Spiel bin. Eigentlich hätte ich hier locker erst 10 Mal speichern müssen. Da könnte ich noch hin. Da ist nichts, da ist auch nichts da. Vielleicht dahin. Ah, habt ihr es gesehen? Gut. Ach, falsche Waffe, verdammt. Einfach die gute Muni verschießen, das ist genau mein Style. Ja, das stimmt, ne? Früher wäre die Festplatte jetzt schon voll wegen all der Safe Games. Das würde auf jeden Fall nicht funktionieren auf einer Memory Card. Glaube ich nicht, dass man da so viele Spielstände hatte, außer vielleicht in diesen, ja, diese Multi-Memory Cards, die dann auch manchmal Spielstände gelöscht haben. Ihr kennt sie. Ach nein, ist hier wieder. Aber was soll ich denn machen? Es ist einfach nur eine Falle, oder? Einfach nur eine dumme Falle. Warum ist denn das dann da? Wer baut sowas? Ja, 8 MB Speicherkarte. Ich weiß genau, welche du meinst. Aber das, wie gesagt, ich habe die irgendwann nicht mehr benutzt, außer für Crap-Spiele, weil die halt irgendwann teilweise Safe Games verloren haben. Das war ganz komisch. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ja, da kann man nichts machen. Ne? Da brauche ich gar nicht reinhüpfen, da ist nichts. Okay, wir gucken weiter. Hier ist ja auch immer noch was, ne? Aber da komme ich nicht hoch, oder? Aber hier könnte ich wahrscheinlich von hier oben drauf. Nee, da nicht. Ich finde einen Weg. Genau, ist der Glascontainer, ja. Oh, der Borderlands-Filmtrailer kam kurz nachdem du den Teaser geschaut hast raus. Ja, dann können wir den ja nachher auch noch gucken. Dann hauen wir den noch mit ins Video rein. Das wäre doch lustig. Warum nicht? Also muss ich dranhängen und dann nach links hangeln, damit ich das nicht alles abkriege, denke ich. Ganz schlecht. So. Okay, es geht. Ich wollte einmal checken, ob es überhaupt geht. Keine Ahnung, wie man das richtig macht. Keine Ahnung.
Habt ihr eine Ahnung? Geht das überhaupt so? Ah, natürlich. Und oben steht auch noch einer. Das ist schon lustig. Speichern! Ich begrüße Sie! Ja, Mann. Lara Croft, Killer von Langhaar-Dackelträgern mit Masken. Stehenlasserin von schwingenden Kisten. Das ist eigentlich das viel größere Mysterium, warum diese Perpetuum Mobile-Kiste die ganze Zeit, da könntest du eine Energieversorgung einer ganzen Stadt dran aufhängen, dass das Ding immer weiter so schwingt. Aber gut. Aha. Such du weiter nach deinem alten Gekröse. Eine alte Kette. Das ist aber wichtig für die Welt. Die macht sich sicher gut mit meinen anderen 100 Ketten. Ah, okay. Jetzt gehen wir gleich runter und sterben wahrscheinlich, ohne zu speichern, weil wir es drauf haben. Okay, das ist jetzt aber sehr ungewöhnlich, ne? Habt ihr sowas hier erwartet? So eine ganze Elektronikkiste? Hast du mal den teuersten Kaffee der Welt getrunken? Du meinst einfach, ob ich den Katzenkacke-Kaffee getrunken habe? Oh, nee. Vorfahrt. Cool, das war eine Mutter mit ihren Kindern. Natürlich lasse ich die durch. Familie Geröllheimer. Also, nee, ich trinke nichts, was vorher durch den Darm eines Tieres gegangen ist, das ich nicht kenne. Das mache ich höchstens, würde ich machen bei meinem eigenen Hund, wenn der guten Kaffee produzieren würde. Dann ja, aber ansonsten sehe ich da einfach keinen Gewinn für mich. Ich meine, sagen wir doch mal ehrlich. Hunde essen Menschenkacke, wenn sie da liegt. Und wenn sie gerade irgendwelche komischen Mineralstoffe, die da drin sind, brauchen. Und das ist doch dasselbe Ding. Oder? Wir finden es doch auch furchtbar. Und erlauben das nicht. Warte mal, jetzt ist das Ding aber genau, das ist ja jetzt zugegangen, jetzt muss ich hier, wie komme ich denn jetzt nach links? Was ich damit meine ist, man lacht doch über andere, wenn sie den eigenen Kot essen. Das ist doch nichts Gutes. Da sagst du doch nicht, der Mann aus dem wird mal was. Das ist aber ein Hund, der will hoch hinaus. Und deswegen kann ich keine Katzenkacke, Kaffeebohnen trinken. Die lachen sich doch kaputt über uns. Guck mal, die Menschen, die denken, das wäre eine Delikatesse, Alter, was ich auskacke. Das geht! Oh, komm, das ist jetzt aber eine große Lüge. Das geht sonst nie. Das geht sonst bei keinem Gitter. Ja, ich weiß, man trinkt nicht die Kacke, aber die Bohnen sind nun mal einmal durch die Person, durch den... na komm, dann machen wir es so. Ich nehme dieselben Bohnen,
Ich kack die aus, ich verkauf die dir, ich schick die dir, ich schwöre dir, die sind einmal ausgekackt. Ist ja, also ist doch gar keine Kacke. Die waren doch nur in meinem Körper einmal durch bis zum Dickdarm. Das ist doch keine Kacke, da hängt vielleicht in jeder Mikrofaser ein bisschen Kacke drin, ja. Aber das macht den Kaffee doch erst so reizvoll, wenn er geröstet wird. Nein, mach das ruhig, aber ich finde, also ich brauche das nicht. Ich würde es wahrscheinlich mal probieren, bin ich ganz ehrlich, jetzt mal ohne Quatsch. Wahrscheinlich würde ich es probieren, weil ich Kaffee mag, aber ich würde für sowas kein Geld ausgeben. Das bisschen AA in den Ritzen. Das verbrüht sich doch. Ich bin ihnen entkommen. Was kosten solche Bohnen denn? Arschvoll Geld. Aha. Ja, ist immer noch so. Moin, früher war es so, dass man kurz aufhören musste zu ballern, da Lara sonst weiter auf den Kadaver geschossen hat. Was ich bestätigen kann, habe ich selbst mehrfach am Anfang falsch gemacht. Das führt dann halt dazu, dass man im Kampf die ganze Zeit auf die Leiche ballert, nein, während der andere schon rumkämpft und seinen Kollegen rächt. Okay, also wir haben hier irgendwas Elektronisches. Es ist schon ein sehr schwieriger, verwinkelter Level mit ganz vielen Schalterrätseln, wo man irgendwie nicht genau weiß, was man da gerade auslöst. Nein. Weil sie halt keinen Elektriker mit dabei hat. Die Lara. Glaubst du nicht, dass die sich damit auskennt, mit dem Handwerk? Da holt die jemanden. Würde ich ja auch so machen. Aber sie noch mehr. Sie ist reich. Die hat wahrscheinlich einen Handwerker immer auf Call-By, oder wie das heißt. Der wartet immer nur drauf. Schieß doch! Ja, kann man machen. Der Butler, ne? Ja, ich glaube, Lara trinkt Kaffee, der einmal durch ihren Butler durchgegangen ist. Ich glaube, das ist ihr Kink. Ist ja gar nichts, einfach nur ein Gegnerraum. Nee, ist nix. Mann, ey, Lara knallt sich aber auch häufig was an die Birne, ey. Wie der Kaffee vom Butler heißt, After Eight. Gibt's noch keine Fackeln? Nee, es gibt im dritten gibt's die Magnesiumfackeln. Oder? Doch hier auch. Im zweiten schon. Okay.
kommt doch was. Da kommt doch was. Okay, die sind da oben. Frage ist, ob ich gegen die überhaupt kämpfen muss oder ob ich einfach nur hier ins Wasser vielleicht springen kann. Tomb Raider 2, was ist denn dein Problem mit normalen Kämpfen? Was hast du gegen den ersten Teil? Warum gefällt denn dir das Original Tomb Raider nicht, Tomb Raider 2? Erklär's mir! Warum musst du alles wegballern? Es ist doch kein Call of Duty, du Scheißspiel! Ihr habt nicht die Engine für einen Shooter, ihr Vollidioten! Okay? Können wir das jetzt einfach mal sein lassen? Mein Gott, ey! Furchtbar! Dass nach dem zweiten Teil überhaupt noch ein dritter kam, ist ein fucking Wunder! So sehr, wie er das verkackt hat. Niemand will das! Oh. Aha. Nee, ganz kurz, weil auch hier gerade gefragt wird. Nee, das ist in allen Leveln von Teil 2 so, weil sie bei Teil 2 offensichtlich völlig verrückte Leute dran gelassen haben, die dachten, sie wissen es jetzt besser. Deswegen ist es auch kein guter Teil, finde ich. Nicht gerade einer der besseren Teile, finde ich. Das ist tatsächlich immer so. Aber in 1 nicht so und in 3 auch nicht mehr so schlimm. Was ist jetzt los? Wollt ihr schwimmen? Was passiert hier in diesem Level gerade? Es wäre halt besser, wenn man... Es ist wirklich kein Gemecker hier. Ich meine, es ist Gemecker. Aber ich weiß natürlich, dass es ein altes Spiel ist. Ich finde es auch nur einfach nervig, weil ich mir denke, ihr habt so geiles... einen geilen ersten Aufschlag gehabt mit dem ersten Teil und der zweite ergibt einfach in diesem Kontext überhaupt keinen Sinn. Und halt, dass du so viele von diesen Gegnern hast, die haben einfach nicht kapiert, dass es nicht darum ging. Jetzt bin ich zu weit, ne? Jetzt vielleicht wieder. Der muss halt in die Reichweite kommen, ne? Aber das wird er wahrscheinlich gleich. Da kommt er in die Reichweite. Nee, das war schon richtig, Lara. Tja, leider nur 10 Meter Patronen. So, nee, nur mal kurz, ne, um die Wogen nicht gleich aufwiegeln zu lassen, weil ich weiß, dass sich manche Leute da echt getriggert fühlen. Ich mach doch nur Spaß, lasst mich doch aufregen. Lasst mich doch mich über das Spiel aufregen. Es ist 30 Jahre alt. Lara ist es scheißegal. Die ist seitdem in 20 Filmen aufgetaucht. Der ist es doch wurscht. Den Entwicklern ist es wurscht. Die sind längst nicht mehr in der Firma. Die sind von Embracer aufgekauft und aufgelöst worden. Leute, aber um kurz Zitate mal von euch zu geben. Hoagie zum Beispiel sieht es ganz anders. Der zweite war mein Lieblingsteil, mag aber auch an der Woody 3D2 Beschleunigerkarte gelegen haben. Ja, das war geil, ne? Wenn man dann zum ersten Mal am besten noch so eine Fake-Voodoo hatte, die dann aber zum ersten Mal eingebaut wurde und dann konntest du plötzlich diese ganzen 3D-Effekt-Spiele spielen. Boah, war das nice! Lara geht stark auf die 60 zu. Ist wahr, ne? Wenn man das realistisch alles nimmt, ja. Da ist das, ihr habt's gesehen, ne? Da ist das, ihr seht's, ne? Da muss ich hin. Von links springen bringt nix. Ich würde ihn halt gerne erstmal erledigen, bevor ich da hingehe.
Aber es geht einfach nicht. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich will ja hier auf die Seite. Oh, oh, oh. Hm, na gut, immerhin. Ich komme da nicht so einfach hoch. Muss irgendwie auf die andere Seite oder vielleicht über diesen, den Balkon da. Rechts. Irgendwie so. Hm, na, schwierig. Obwohl, ich glaube, ich habe was gesehen, wo es gehen könnte. Vielleicht ist es gar nicht so kompliziert, wie ich gerade dachte. Weiß gar nicht, ob sie so... Kann sie gar nicht springen, ne? Also sie kommt so nie eine Ebene höher. Kannst nur eine runter, oder? Ah, nee. Und da hoch komme ich vielleicht am ehesten. Das kann ich mir noch vorstellen, ja. Aber dann bin ich natürlich mit dem Rücken zu ihm. Schnell. Ja, das meine ich. Wie soll ich mich denn dabei fühlen? Wie soll ich mich dabei fühlen, außer komplett verarscht? Okay, da drüben ist die Tür. Aha. Aha. Ratten! Ah, wir gehen da doch nochmal gleich hin. Lara Croft ist 1967 geboren. Hat mein Chat gerade rausgefunden. Boah, was ein geiler Shootout. Okay, jetzt kurz mal gucken. Wenn hier nicht irgendwas Spannendes ist, lade ich neu. Hab nämlich echt wenig Energie. But who knows? Wer weiß schon, was das hier ist. Ein Fall für den Glaser. So viel weiß ich. Während ihrer Zerstörungsorgie hat sie sich selbst erlegt. Die Frau Croft. So, nehmen wir das. Ey, die Ratten, ne? Keine Ahnung, wo die sind. Wird man ja wahnsinnig. Vielleicht macht Lara auch einfach nur gerne Zeug kaputt. Das könnte ich nämlich total gut verstehen. Das macht einfach Spaß. Oh, diesmal bitte nicht sterben. Ah, ist auch interessant. Das sieht aus wie eine Maske hier mit diesem Schminkspiegel. Mit den markanten Lichtern und so. Lampen, ne? Ihr wisst, welche ich meine. Das ist ein klassischer Schminkspiegel. Aber ist ja klar, ist ja auch eine, ist ja ein Theater, ne? Eigentlich logisch. Ich frage mich immer, ist natürlich
braucht man eigentlich nicht bei solchen Spielen, aber trotzdem frage ich mich immer, warum da keiner was draus macht aus diesem, ist doch offensichtlich ein richtig schönes, großes Ding, was man allein schon quasi als Theater nutzen könnte, aber eben auch noch als so ein Alterstum, so einfach was ganz Wichtiges, Altes, Traditionelles, wo man irgendwie sich das angucken kann, irgendwie wie die früher Theater gebaut haben, ist wahrscheinlich einfach nur ein altes, ausgeranztes Opernhaus, ne? Aber warum machen die da nichts draus? Oh, ich hab geladen, ey. Immer dasselbe mit mir. Was? Moment, was habe ich denn da geladen? Nein, das glaube ich nicht. Das habe ich. Nein. Hier, 80, 89. Ich dachte schon gerade, mein Gott, mein Herz, Leute. Mein Herz. Wir gucken jetzt erstmal hier rein. Aha. Kiste, ne? Natürlich. Kennst du? Kiste? Schiebst die Kiste? Rollt die Kiste irgendwo runter? Kennst du? Also meine Frau, die schiebt ja immer Kisten. Ich höre jetzt auf. Aber es ist wirklich die Kistenschieberei hier. Nimmt Überhand. Nein? Also hier kann es ja nicht hingehören. Und hier ist nichts. Also kann es ja nur hierfür sein. Und hier ist aber kein... Ah, wahrscheinlich da drauf, ne? Auf diesen... Geht nur da. Nee, geht leider auch nicht. Da frage ich mich schon, ob die Kiste wirklich dafür gedacht ist, runtergeschoben zu werden. Aber viel mehr sehe ich nicht. Man könnte jetzt nochmal auf dem Teppich gucken, ob da irgendein Muster ist, was irgendwas zeigt. Irgendwas vielleicht, dass da was anders ist und man muss es draufschieben, wie so ein Schalter. Nee. Okay, wir gucken einmal im Original. Das gibt oft ja nochmal einen Clou. Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist irgendwie hier so reinzuschieben. Also so rein in dieses Loch da rein. Geht das doch? Nee, es geht nur dahin, ne? Ja, weil runter wäre auch neu für mich, dass man irgendwas in eine Ecke runterschieben kann. Aber vielleicht ist auch nur, wie ihr sagt, ein Red Herring. Eine reine Verarsche. Keine Ahnung, was das hier ist. Haben die ein Boot vergraben? Oder sind das Ventilationsschächte, die ein Blinder gebaut hat? Oder will hier einer die Ratten ermorden? Das wiederum könnte ich gut verstehen. Schlüssel haben wir. Ne, nix. Nee, ich glaube, ich muss da auf das Ding links neben. Dacht schon. Wie ist das mit der Muni? Alles ganz einfach. Lara Croft hat, von dieser Muni hat sie endlos viel, weil die hat sie geerbt. Und alle anderen Sachen muss sie sich kaufen und finden. Ja, dann kann ich den Kram da oben noch komplett lassen. Da ist ja nichts. Hm.
Also ich glaube, das ist nicht so gut, weil wenn ich hier springen will, dann werde ich gegen den, mit dem Kopf wieder mal irgendwo gegenknallen. Und das bedeutet, ich kann... Oh, ich habe schon wieder geladen. Ey, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Weil man erst auf Laden kommt. Na, ist ja nicht schlimm. Totally lost schon wieder, ey. Das andere geht nicht auf. Ja, okay. Auf die andere Slope springen und dann beim Rutschen wieder abspringen. Ja, genau. Du hast recht. Absolut richtig. Also bei dem Spiel muss man aber auch wirklich die ganze Zeit speichern. Also der Teil hier ist wirklich einer von denen, wo du eigentlich das Gefühl kriegst, du kannst jede Sekunde in eine Falle laufen, die einfach nur dafür gemacht wurde, dass du das erste Mal blind reinläufst, weil du es oft nicht sehen kannst. Ist ja okay, legit als Gameplay-Element, aber mir ist es ein bisschen zu viel Try and Error mittlerweile schon, weil man das Speichern macht es halt irgendwie langweilig, finde ich. Wenn man dann irgendwie speichert... Ah, ich kann da wahrscheinlich auf die andere Seite. Nee. Also man muss halt permanent speichern und irgendwie macht es das halt so ein bisschen... Da fühlt man sich jetzt nicht sonderlich stark, weil man ja eigentlich weiß, man bescheißt das Spiel, ne? Sie springt wieder mal nicht. Sie ist unspringbar. Oh, ja, okay. Das haben auch viele Leute gesagt. Das finde ich aber echt noch schlechter, dass man sich im Fotomodus einfach umsehen soll. Aber das ist ja nun wirklich Cheaten galore, weil das ist ja weder damals da gewesen, noch sollte das ein Element sein fürs Gameplay. Hier ist die Kiste, okay. Aber es ist schon interessant, dass man so im Fotomodus wirklich ja komplett sich alles angucken kann. Das Ding will ich gar nicht haben. Das ist ein Secret, was ich gar nicht will. Ich will die Story weiterspielen. Aber, oh, hier geht's dann... Ne, hier ist das wieder, ne? Da bin ich total überfragt, was das hier alles soll. Also, ich weiß nicht mal, wie ich jetzt hier hinkomme. Also, ich kann da... Kann ich nicht hin, aber vielleicht kann ich davor. Sieht das so aus, als ob ich davor könnte, ohne Schmerzen zu nehmen? Eher nicht, ne? Aber da könnte ich hier so mich hochziehen und dann... Ach ne, bin ich hier auch wieder. Doch, und dann da hoch wieder. Also, wir müssen mal gucken, ob dieses Hochziehen funktioniert. Und vorher noch mal gucken, ob ich hier... Nee, hier kann man gar nichts machen. Du kannst ja auch nicht um die Ecke springen wieder oder so. Irgendwas machen kannst du alles nicht. Hier, geht direkt runter in den Schlund. Egal, links, rechts, du bist tot. Also irgendwie geradeaus. Puh. Oh ne, ich bin gerade losgerannt, ne? Gut, dass ich nicht gespeichert habe. Ey, sie springt nicht mehr nach vorne. Zumindest nur so, ja. Thank you.
Ich wusste es. Ich wusste es. Ich meine, das kann so nicht sein, ne? Das ist, muss ich die vielleicht kaputt schießen? Das könnte ja noch funktionieren. Das Mittel für alles geht plötzlich nicht mehr. Ich würde halt gerne mich hinten abstoßen quasi. Ich verstehe es nicht. Wie soll ich denn? Ich komme doch nicht nah ran. Was genau ist denn da der Plan? Rückwärtssalto hoch. Ja, das ist eine gute Idee. Totaler Quatsch in echt. Totaler Quatsch. Debil ohne Ende, aber gut. Okay, Lara. Wir glauben dir das einfach mal, dass du das gemacht hast. Nach vorne laufen, gucken, ob das was bringt und... Okay, als erstes gehen wir nochmal nach vorne und holen uns hier noch das Item. Schwierig. Schwierig, wie man jetzt wieder runterkommt, ohne dass man in den Ventilator eine Stufe weiter unten landet. Keine Ahnung, ich hinterfrag's nicht. Da ist ein Schalter. Denke ich. Was soll auch sonst sein, wenn daneben eine Tür ist, hä? Okay. Back again. Das ist jetzt aber interessant. Hier komme ich also nicht raus. Da hoch komme ich. Irgendjemand klettert hier. Das sehe ich doch schon wieder. Höre ich doch schon wieder. Irgendwo ist wieder ein Feind. Irgendwo ist vielleicht wieder was aufgegangen. Wir wissen es nicht. Der ist da oben. Aber wie könnte ich denn, also von da hochkommen, bringt nichts. Ich dachte erst entlang hangeln, aber das geht hier an den Steinen nicht. Von hier unten nach oben geht selbst mit einem Rückwärtssalto nicht. Jemand sagt Kisten stapeln. Ja, natürlich, ne? Das Problem ist, dass diese Kiste nicht weitergeht. Das wäre jetzt auch mein erster Gedanke. Aber du kriegst diese Kiste hier nicht raus. Zumindest habe ich es versucht. Naja gut. Aber die hier kann ich ja einfach nehmen, ne? Die ist ja jetzt nicht so... Ich dachte, ich brauche zwei, aber wahrscheinlich reicht eine.
Okay, vielleicht ist auch anders. Hey, ihr habt gerade einen ganz guten Tipp gehabt. Der ist eigentlich auch logisch. Die eine runter und die andere dann oben drauf. Weil aus dem Grund kann die halt nicht runterfallen, aber sie kann zumindest da drauf geschoben werden. Was ja auch logisch ist, weil wenn sie runterfällt, wäre das Rätsel weg. Na gut. So. Dahin. Einen noch. Geil. Das ist das Problem. Ich muss da ja auch noch hochkommen. Dafür ist diese, glaube ich zumindest, dafür ist hier dieser Shit. Kann ich hier vielleicht noch einen weiter schieben? Geht wahrscheinlich nicht, wenn zwei drauf sind, ne? Ich war schon nie ein Fan von Sokobahn. Ist für mich immer so langweilig gewesen. Geil, es reicht wirklich genau. Ah, okay. Simon. Ist egal, ich habe genug Schuss. Drei. Cooler Kampf. Ein wunderschöner Zweikampf. Echte Helden, die es untereinander austragen. Der eine mit einem Baseballschläger, der andere mit einer fetten Schrotflinte. Nur die Ratten wissen, wie unfair das war. So, jetzt wird nochmal gespeichert. Manchmal denke ich mir, dass sie die Ratten vielleicht auch hierhin gemacht haben, damit man sieht, wo was ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber man weiß ja, wo Feinde sind, da geht's weiter. Ach, Moment. Aber da bin ich ja gar nicht lang gelaufen, ne? Aber hier war, ist ja was zum Klettern, okay. Leider gehen die ganzen Gitter nicht auf. Aber hier könnte ich noch einen weiter, ja, so könnte man es machen. Was habe ich denn jetzt gefunden? Prunkvoller Schlüssel. Oder für Lara nur
Ein ganz normaler Schlüssel, nichts Besonderes. Sieht aus wie alle anderen meiner Schlüssel. Geil, jetzt endlich. Wir haben einen kleinen Umweg gemacht, der nicht hätte sein müssen. Wir haben nur dieses dämliche Item gefunden und das hätte ich gerne gelassen. Aber da war auch irgendwo eben diese Elektronik, dieser Elektronikkasten, der Sicherungskasten. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob der nicht irgendwann auch nochmal relevant wird. Wahrscheinlich schon. So, kann ich denn das überhaupt noch anders zumachen? Nee, kann ich gar nicht. Naja gut, gehen wir mal weiter. Ich will auf jeden Fall hier noch den Level quasi erledigen. Oh, Fehler. Ja, Quadrat gedrückt. Endlich wieder da. Ich bin wieder hier in meinem Revier. Ich war gar nicht weg, bin nur kurz verreckt. Runterkommen. Ich hab, muss ich echt nochmal kurz gucken, ich habe diesen Schlüssel benutzt, aber jetzt habe ich original schon wieder übersehen, was da eigentlich genau passiert ist. Da ist was aufgegangen. Es ist wirklich alles ein Brei geworden. Na gut, Hauptsache runter. Kann man die Lampe runterschießen? Das ist natürlich eine sehr gute Idee. Den Steinen ist auch alles egal. Mittlerweile rollen die einfach waagerecht. Okay. Deine Steine sind Schweinesteine. Nee. Einfach nur eine Falle. Also ein wirklich miserabler Level. Ich finde ihn richtig schlimm. Und ich wette, wenn die online sehen könnten, wer wann wo aufgehört hat, ist das hier auf jeden Fall Nummer 1 der Level, wo die Leute gesagt haben, weißt du was, ich spiele doch lieber Crash Bandicoot. Da geht's immer geradeaus. Aber der Chat sagt, danach wird's besser. Aber das warten wir mal ab. Da hoch muss ich, aber wie komme ich da hin? Ich versuch's mal hier unten lang. Da habe ich noch gar nicht versucht bisher übers Wasser. Ist bestimmt auch wieder irgendwo ein Weg. Okay, Kiste. Ah, okay, aber auf die Kiste kann ich. Ja, auch noch! Alle her damit, als rein, ey. Ist das hier das Ensemble eigentlich, was umgesattelt ist auf Arschlochballermann? Hier, komm, wo bist du?
Ja. Kannst du keinem erzählen, wirklich. Fast schon 100 Safe Games. Das habe ich bei keinem anderen Tomb Raider Teil bislang. Das Remastered sieht erstaunlich gut aus. Ja, ich finde, also ich meine, es geht immer noch besser, gerade bei sowas, ne? Aber gerade dieses Wechseln, darauf möchte ich eigentlich nicht verzichten. Und es gibt ja dann auch schon ein Remake, das kennt ihr ja auch, ne, vom ersten Teil. Da hat man dann nochmal, sag ich mal, was völlig Neues, auch eine neue Struktur und ein bisschen alles moderner angepasst. Da hat man dann nicht ganz diese etwas nervigen Stellen, die hier halt sind. Und insgesamt gibt es doch echt schon viel zu erleben bei Tomb Raider, ne? Ist schon wahr. Ja, viele Spiele, keins ist richtig schlecht. Angel of Darkness bin ich mal sehr gespannt, wenn wir das irgendwann spielen. Ja, bitte. Lachend in die Kreissäge. Okay, doch nicht, immerhin. Frage ist, wie komme ich da jetzt ran? Da oben ist was, das Ding geht nicht runter, muss ich wahrscheinlich irgendwas vorher machen. Hier in den Ecken ist auch, oh da, ja okay, da ist ein Gang. Aber ich muss hier hoch, weil von hier oben kann ich nämlich da hinspringen. Aber ich glaube, dass ich hier hin muss, weil das der... Also quasi die Sprunghöhe ist hier am passendsten. Nee, warte so. Ja. Oh. Ah, und direkt habe ich Angst, dass das dann noch wieder hochgeht. Aber ich glaube, so ist es nicht. Ich habe voll erwartet, dass wieder irgendwas fällt. Spielstand Numero 100. Das ist ja eine gute Idee hier. Jemand schreibt gerade, er war damals bei Karstadt, kenne ich natürlich auch noch gut, da hat man dann immer diese langen Wände gehabt voller Spiele, es waren diese großen Verpackungen noch, da hast du die genommen, hast in die Verpackung auf die Rückseite geguckt. Ein grandioses Action-Abenteuer im All. Klingt gut. Ein Screenshot drauf. Man weiß nicht, sieht zu gut aus. Ist wahrscheinlich eine Zwischensequenz oder vielleicht sogar nur ein Titelbild. Kann ich dem vertrauen? Okay, ich kauf's. Ach, scheiße, es ist kacke. Was mache ich denn jetzt? Gebe ich zurück? Nö, wir nehmen nicht mehr zurück. Du hast es wahrscheinlich kopiert. Was? So war das. Und du hast dir geholt Diablo 1, na gut. Und Dungeon Keeper. Beste Wahl. Ohne Scheiß. Allerbeste Wahl.
eines meiner Top-Spiele der Jugend und immer noch. Und es ärgert mich jedes Mal, dass das auf heutigen PCs irgendwie schwer ist zu starten irgendwie. Es läuft bei mir nie richtig. Obwohl ich es so gut finde. Ja, probieren wir es mal so. Ja, damals, ne, das war ja wirklich die Zeit, wo man noch auf Minimalanforderungen achten musste von Spielen. Also wo man echt Angst hatte, oh Mann, das wird bei mir nicht laufen. Die laufen eigentlich immer super, also bei der GOG-Version bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich habe bisher Dungeon Keeper 2 nicht zum Laufen bekommen. Ich wollte es vor kurzem mal machen und zur Molyneux-Woche wollte ich es machen und ja, irgendwie, bei mir zumindest funktioniert es nicht. Vielleicht muss ich nochmal genau gucken, welche Version ich da mir holen muss oder so. So, wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich meine, wir haben es ja jetzt echt gerade versucht, oder? Das hat ja nicht geklappt. Viel mehr als Zentimeter genau springen kann ich nicht. Und da ist auch nichts. Das ist schon richtig, weil ich meine, das ist ja der Weg. Als wäre ich beim FBI und muss irgendwie von A nach B kommen. Oder hier, wie hieß das, wo Bud Spencer diesen Football-Verein trainiert. Die dann alle krass werden. Da machen sie auch sowas. Und dann knallen sie irgendwo dagegen. Und dann werden umgehauen. Und es macht boing. Ich kenne mich noch ganz genau. Mücke, ne? Sie nannten ihn Mücke. Ne. Das ist krass, wir kommen hier nicht hoch. Aber das muss doch eigentlich so sein. Ah! It's so easy. Mit Erkersprung. It's so easy mit Erkersprung. Ja. Mit Erkersprung bekommen sie die extra Grabsch-Power, die sie brauchen. Ja, okay. Da habe ich aber ohne Scheiß eben schon gemerkt, beim Loslaufen, dass es nichts wird. Das ist lustig, weil hier ist er beleuchtet, hier nicht. Hier ist er beleuchtet, hier ist ein Tipp, hier nicht. Such's dir selbst, du Arschgeige. Hey, komm, wir sind hier im Jahr 2024, ich helfe dir ein bisschen. Such die Scheiße, bis du blöde wirst. Das sind die zwei unterschiedlichen Gaming-Zeiten. Es ist so ein Spiel, wo man sich ohne Scheiß im Raum Stück für Stück für Stück für Stück für Stück, nächster Raum, Stück für Stück für Stück, eine Treppe, Stück, Stück, Tür, Stück, Stück und so weiter vorkämpfen muss. Es fühlt sich an wie Arbeit. But in a good way. Aber ich meine, Lara Croft, ne? Ich meine, für sie ist das Hobby, weil sie reich ist. Für mich ist Arbeit, weil ich arm bin. Batz, einmal den großen Batzen. Jawohl. Die Schwingphysik ist eigentümlich. Weiß wer sich, was wissen wir von Sandsäcken? Wer von uns ist da schon Experte? Ich habe erst gedacht, du meinst die Schwimmphysik und da habe ich gemeint, naja, sie hat ja auch zwei Bojen dabei, aber du meinst die Schwingphysik. Schwing! Schwing! Ach, Wayne's World. Na, 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 wir sind gar nicht gefallen. Na, 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 wir springen einfach nochmal. Na, 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 dann halt dich doch mal fest, du Sau. Na, 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 kann ich nicht, denn ich bin eine... Alter.
Vielleicht rückwärts. Das könnte gehen, ne? Nee, es ist, ich bin mir nicht sicher, ob man da, vielleicht muss ich wirklich rückwärts. Ich glaube, rückwärts hat man einfach eine gewisse, krassere Reichweite. Vielleicht auch nicht, ne? Au. Nee, Fehler, Fehler. Da lachen sie alle. Ich hoffe, ihr erstickt an dem ganzen Popcorn. Hey, gibt's da irgendeinen Trick, dass sie irgendwie, wenn man jetzt, ich lass mal Quadrat gedrückt, wenn sie rollt. Okay, nee, dann springt sie direkt. Das kann's doch nicht sein. Immerhin hat's das sogar noch überlebt. Nee, zu früh. Das sieht nicht aus, als ob man das schaffen könnte. Jetzt frage ich mich gerade tatsächlich, ob man vielleicht rückwärts runter muss. Okay, sagt auch, kannst nicht rüberspringen. Okay, gut. Danke. Ich muss die Klappe unten öffnen und ins Wasser springen von da aus. Ja, nee, klar, ne? Aber boah, soll ich denn wissen, wo die Klappe aufgeht? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da muss ich vielleicht nochmal woanders hin. Ach, das wollte ich wirklich nicht. Ich will doch einfach nur weg. Ich meine, warum geben die mir hier so einen Sprung, der mich halt nur umbringen kann? Okay, die Klappe aufmachen. Keine Ahnung, wo. Hier ist nichts. Ich meine, da kann ich nicht durch, oder? Das ist nur so zum Guggen. Ernsthaft, da war ein Schalter? Ey, oh, dieses Spiel, ey. Es ist sehr anstrengend. Wo ist denn hier ein Schalter? Ist hier irgendwas? Nix siehst du hier. Das meine ich! Das ist doch nicht dein Ernst! Am Arsch! Hier! Da sieht man's! Da nicht! Eine Frechheit! Einfach nur Assi! Kompletter Bullshit! Jetzt könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken. Jetzt spring ich einfach doch unter. Scheiß auf die Energie, wirklich. Also der zweite Teil macht mich wirklich wütend, je länger ich den spiele. Ganz im Ernst. Da könnt ihr noch so schön reden, wie toll das war. Das ist doch frech. Nicht so eine Fackel, ey. Das ist ja Quatsch. So, komm. Machen Sie die Fackel an. Und schon sind Sie ein Fackelmann. Nee, da. Oh, ja, sehr gut.
Ah, da ist jetzt der Timer für diese Bombe. Kann das sein, oder? Das sieht aus wie irgendwas für die Bombe. Aha. Tom Anger. Man muss ja zu seiner Ehrenrettung sagen, dass man es ja in der Originalfassung gesehen hat. Aber hier war es jetzt halt komplett weg. Da frage ich mich auch. Bei der einen Sache machen sie extra eine Lampe hin. Bei der anderen Sache machen sie es dunkel. Was wollt ihr denn von mir? Soll ich euch jetzt mögen oder nicht? Ja, okay. Und hier ist irgendwie eine Tür wieder zu. Ich würde gerne mal hochgucken und einfach in die Ecke rein. Ich nehme an, dass ich das erstmal aufmachen muss irgendwie. Irgendwie muss ich es aufkriegen. Irgendwie erwarte ich schon, dass jetzt auch wieder so ein rollender Stein kommt. Egal, ob wir im Wasser sind, einfach rollender Stein. All day. Hm, welcher Schalter das wohl sein wird? Ich möchte hier nicht der Hausmeister sein. Was? Okay. Zweiter Stock von der Bühne aus rechts. Okay. Hier knarzt doch schon wieder irgendwas Wichtiges. Ja, komm, den kann ich jetzt auch mitnehmen. Aber ich nehme an, da kann man irgendwie drauf, ne? Nee, nicht auf den. Aber wenn ich jetzt hier so hingehe, dann stehe ich doch, genau. Aber dann kann ich da nicht hoch. Okay, scheinbar müssen wir auch hier unten bleiben erstmal. Jetzt kam heute ein Lies of P DLC raus, ernsthaft? Das ist ja interessant. Kam heute alles, ne? Elden Ring DLC Ankündigung, Borderlands Trailer, Lies of P DLC, schreibst du gerade, Snowboarder, interessant. Grounded für Switch, kann ich euch da empfehlen. SOT, was ist denn nochmal SOT? Für PS5. SOT. Morgen kommt auch noch Pacific Drive, wo ihr ein richtig langes Video auch auf YouTube habt. Also, ich habe die ersten 11 Stunden oder so gespielt. Und spiel erstmal nicht mehr weiter, weil ich warten will, ob die es vielleicht patchen, weil das teilweise so derbe asozial ist, dass es halt echt Zeitverschwendung sein kann, wenn man nicht alles perfekt macht. Kannst halt nicht speichern und so. Deswegen, ja, ich gehe nochmal hoch. Irgendwas habe ich noch falsch gemacht hier. Sea of Thieves. Ach so, ja, stimmt, das ist auch dabei, ne? Skull and Bones habe ich auch ein neues Video heute released. Das war dann mit der finalen Version. Habe ich nochmal richtig schön gespielt und meine Fregatte aufgehübscht und ein bisschen neue Locations erkundet und so. Okay, die Bühne ist hier. Das war einfach nur der Aufgang. Das war der Ausgang. Das war nur der fucking Ausgang. Oder nicht? Ja. Inwiefern hilft mir das? Da unten bin ich rein und da oben kam ich raus. Okay. Ach, DLC für Lies of P wurde nur angekündigt. Wie kann man eine Autogrammkarte bekommen? Oh, ganz im Ernst. Das ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht, ob wir noch welche haben. Wenn ja, kannst du die bei Rocket Beans bestellen. Also bestellen. Man gehst halt, schreibst halt hin und sagst, ey, hier, ich hätte gerne eine Karte. Musste, glaube ich, jetzt auch kein Geld oder so beilegen. Rückporto wäre jetzt nicht schlecht.
Ich weiß gar nicht, ob wir da drauf scheißen. Ich glaube, wir schicken dir es trotzdem. Aber ich weiß es nicht. Und wenn man bei Bestellungen im Shop das dazu schreibt, dann kriegt man eigentlich auch immer welche. Das sind so meine Erfahrungen, aber ich weiß nicht mehr genau, ob das noch so ist. Ja, jetzt bin ich ein bisschen überfragt gerade. Ich will ja eigentlich da oben hin. Aber inwiefern hilft mir denn diese offene Tür jetzt hier? Es ist ein einziges Rätsel, der Ort hier. Darf man Tipps geben? Bitte, ich bitte darum. Okay, Moment, da hoch. Was war denn da oben nochmal? Habe ich denn jetzt irgendwas gefunden für da oben? Ja, ich weiß immer noch nicht, was es ist, ne? Ein Relais. Sag doch mal wenigstens, was es ist. Ist das zum Sprengen? Ist das dieses Ding? Ah, nee, das ist wahrscheinlich für diese... Oh Gott, wo war das denn? Das ist sicher, gehört das in diese... In diesen Verteilerkasten. Irgendwie diese komische Geschichte, die ich da entdeckt habe. Boah, was weiß ich nicht mehr, wo das ist. Vielleicht war es da vorne, wo mein Kopf über meinem Kopf oder so. Da? Und hier oben bin ich rausgekommen. Hier. Und irgendwo in diesem Raum, einer dieser Gänge führt zu diesem Verteilerkasten. Rechte Seite von dir. Also, du meinst nicht den, oder? Ich guck trotzdem noch, aber du meinst wahrscheinlich weiter oben oder so. Doch. Aber nee, es war nur der Schalter. Nee, nee, aber... Ja gut, das hilft jetzt auch nicht viel, ne? Es sei denn, man könnte da jetzt klettern. Könnte man da klettern? Nee, 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 es ist ja der Gang, der runterführt, wo man so rutscht. Okay, hier ist es nicht. Ein seltsames Konstrukt, wirklich. Aber ich find's gut, weil diese Sandsäcke mit Seilen dran, das sind ja die Gegengewichte für den Vorhang und andere Sachen. Also, das ist immerhin, passt es thematisch zum Thema Theater und so. Das muss man auch sagen. Okay, ihr meintet ja hier irgendwo rechts. Dann gucken wir mal. Ja, das darf man nämlich auch nicht vergessen. Das ist auch so ein Geheimnis. Tatsächlich, es ist wirklich de facto wahr. Ich garantiere euch, es ist wahr, weil ich es weiß, weil ich in der Branche gearbeitet habe zu dem Zeitpunkt, als es relevant war. Und zwar, das habe ich ganz vergessen. Das erklärt nämlich sehr viel. Als die PlayStation rauskam, gab es plötzlich auch für jedes Spiel Lösungsbücher. Das weiß ich, weil ich ja selbst Lösungsbücher geschrieben habe zu der Zeit. Das war eine Ära von 4-5 Jahren, wo Lösungsbücher absolut Kick-Ass das meistverkaufte waren, was man im Spieleladen haben konnte. Weil das, die Marge war gut, die Leute brauchten es. Final Fantasy VII, solche Spiele, die brauchten das. Ne? Und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt und plötzlich gab es zu jedem Spiel Lösungsbücher. Und jetzt kommt's. Dann haben die Publisher gemerkt und die Entwickler, ey, die machen ja alle Geld mit unserem Spiel. Und dann haben die das versucht zu verhindern, indem sie halt die Spiele A schwerer gemacht haben, B ihre eigenen Lösungsbücher selbst schon vorher haben schreiben lassen. Also die sind dann zu einem bekannten Verlag, haben die dann Monate vorher schon durch die Level geführt, denen die Sachen gezeigt, mit denen das Lösungsbuch erarbeitet. Und dann mehr Geld verdient, weil die Rätsel schwerer waren, durch die Lösungsbücher, an denen sie natürlich massiv mitverdient haben. Ist kein Bullshit, ist wirklich so gewesen. Es war eine Phase, wo die halt gemerkt haben, Alter, wir verkaufen so viele Lösungsbücher, lass uns die Spiele noch ein bisschen schwieriger machen, lass uns versuchen, die Lösungsbücher unter unsere Fittiche zu bekommen. Und das haben die dann auch irgendwann geschafft. Es gab dann 1, 2, 3 Verlage, die haben alles gemacht, kamst nicht mehr rein. Hast keine Erlaubnis mehr bekommen, konntest zwar was schreiben, durftest aber keine Artworks mehr benutzen und so. Und das ist tatsächlich so. Also es ist kein Bullshit, es ist wirklich so. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich nicht weiterkomme, sondern weil das damals eine Phase war, wo du gemerkt hast und wo auch das gesagt wurde, dass die Spiele ein bisschen schwerer machen, weil die Lösungsbücher sich so gut verkaufen. Ist ein super Businessmodell, ne? Nur dann kam mogelpower.de und das Internet und sofort haben sie alle gesagt, Final Fantasy 7 Lösungsbuch, 10 Lösungsbuch war schön, Liste und dann Final Fantasy 7. Ich habe ein Lösungsbuch für Tomb Raider 1 bis 6. Es ist halt echt schon so. Ja, im Grunde war das Pay to Win, ne? Im Grunde war es Pay to Win. Ich zeige euch mal kurz was. Eine Sekunde, ich zeige euch kurz was.
Kerstin-Spielelösung. Ja, die gibt's natürlich auch. Sehr bekannt geworden, vor allen Dingen durch Spiele mit Bart, wo wir immer Kerstin-Spielelösungen nehmen, wenn wir nicht weiterkommen. So, ganz kurz, ich zeig's euch mal. Also, folgende Bücher. Das sind noch nicht mal alle, aber so nur so als Thema. Ne? Folgende Bücher habe ich immer gemacht. Das war zum Beispiel der vierte, Volume Nummer 4, ist eigentlich grün, wie ihr seht. Das sind dann halt diese fucking Gamebreaker-Testgeschichten, wo ich einfach nur Cheats, Lösungen, alles testen musste. Endlos. Oh, das war ekelhaft. Und dann stehen da so tolle Sachen wie Superman. Speichert das Spiel ab und drückt Reset. Geht anschließend in das Lademenü. Wenn das Rumble Pack gefordert wird, müsst ihr L und oben zusammengedrückt halten. Drückt jetzt noch A und ein neuer Menüpunkt erscheint. Kaboing! Und das war dann die Levelanwahl in dem Fall. Und sowas war ohne Ende. Ich habe diesen Scheiß, ich habe so viel von dem Crap geschrieben, also ich habe es gehasst, aber ich wurde dafür gut bezahlt. Aber es ist, das war wirklich undankbar. Also einfach Listen aus dem Internet haben und andere Lösungsbücher mit teilweise komplett falschen, da stimmte nichts und du musstest den Scheiß ausprobieren und dann noch neu reintragen und allein die Spiele herzubekommen, ne, für all diesen Shit. Egal. Ja, wie gesagt, wo hast du die rausgefunden? Geklaut! Alles geklaut. Woher soll ich das denn rausfinden? Das finden ja die, also das ist so. Die Entwickler bauen das ein aus verschiedenen Gründen, weil sie es halt fürs Testen brauchen und tausend Gründe. Und dann ist es einfacher, einfach nur das drin zu lassen, als es rauszunehmen, weil never change a running system. Wenn es läuft, machst du da nichts mehr dran. Und dann irgendwann haben sie gemerkt, doch, ist doch eigentlich ganz geil, irgendwie kann man das Spiel nochmal ein bisschen pushen, ne? Und dann haben sie es an die Spiele-Redakteure, weil die auch teilweise zu doof waren, haben sie denen die Cheats gegeben und die haben sie dann irgendwann weitergegeben und daraus ist so ein Ding geworden, ne? Einfach eine Kultur, wenn du so willst. Und dann haben halt Bücher das gesammelt, ne? Ist ja klar. Und weil die immer falsch waren, weil alle Zeitschriften zur Hälfte irgendeinen Scheiß gedruckt haben, der nie stimmte, ist nicht so, ne? Aber vieles davon stimmte nicht. Haben die Leute irgendwann keinen Bock mehr gehabt und wollten halt Bücher, wo das getestet wurde. Und den Shit musste ich machen. Aber dann habe ich mich hochgearbeitet. Hier, oh, hier ist das erste. Das war der erste Gamebreaker. Damit hat für mich alles angefangen. Das ist ganz lustig. Ein Schrott. Aber da waren noch Sachen dabei, die echt cool waren. Da hatte ich noch damals meine... Oh, Golden Eye, ey. Oh, da hatte ich damals noch mein Doktor, 64. Und der hatte ja CDs und damit konntest du halt Raubkopien spielen und dann hat mir irgendeiner, der hat aus seinem Spieleladen heraus, hat der immer Raubkopien verkauft. Das kannst du dir alles nicht mehr heute vorstellen. Der hat mir dann immer diese ganzen Dinger gegeben auf CD und dann hatte ich alle N64-Spiele auf CD und dann konnte ich sie endlich mal testen. Dann kann ich auch so Sachen testen wie Diddy Kong Racing oder den großen Tipp, Witzpick, merkt euch alle Beschleunigungspfeile. Ach nee. Denn lasst ihr auch nur einen aus, ist das Rennen schon so gut wie verloren. Mein Gott, dieses Genie. Wie kam er auf diese Tipps? Startet auch hier mit einem Turbostart. Und so geht's die ganze Zeit weiter, Alter. Furchtbar. Und dann kamen die richtigen Bücher. Dadurch kam ich nämlich drauf. Jemand meinte gerade, ich habe dieses Buch gehabt. Und das Buch, das ist richtig gut. Das habe ich designed. Das ist meine Idee. Das sind hinten so Fenster wie auf dem Mac. Das Ganze im drinnen sieht aus wie ein Mac, wenn du ihn aufmachst, wie wenn du so ein IMF-Ding kriegst. War super teuer, war komplett mein Projekt. Trant hat mir sogar geholfen, da bei manchen Sachen, der hat so 3D-Level gebaut und so, mit denen man dann Karten zeigen konnte und alles. Ja, es war echt toll. Spiel war scheiße. Spiel war einfach scheiße und hat sich leider nicht verkauft. Das schlägt sich natürlich auch ein bisschen auf den Lösungsbuchmarkt wieder. Aber es hat sich trotzdem gut verkauft. Es war, ich weiß noch, das war echt so krass. Da haben wirklich Leute irgendwie geschrieben, so, ey, was für ein geiles Lösungsbuch und so. Und hast du Fax bekommen, wo Leute sagten, so, was habe ich noch nie gesehen. Naja, das hat mir halt Spaß gemacht. Okay, was haben wir noch? Noch mehr fucking Gamebreaker. Noch mehr fucking Gamebreaker. Das hier, oh, das gute alte Resident Evil 2 Lösungsbuch. Moink. Mit über 1000 farbigen Screenshots.
Und das Geile ist, ich hatte damals halt zum ersten Mal ein Capture Mac und dann habe ich damit halt, spielst du und dann drückst du die ganze Zeit, weil damals interlaced und alles. Du hast quasi super hässliche Screenshots bekommen. Das haben alle mitbekommen, die damals, als die PlayStation 2 rauskam, versucht haben, Screenshots zu machen, sah immer scheiße aus. Deswegen haben sich irgendwann alle Presseshots nur noch bedient und alles sah gleich aus. Aber in dem Fall hatte ich eben die Möglichkeit, so viele Screenshots quasi zu machen, wie nötig. Und von 10 war dann einer gut. Und die habe ich dann gesammelt und das waren über 1000. Und die haben sie dann, weil ich auch gesagt habe, komm, dann such dir die raus, die du willst oder was auch immer, haben sie gesagt, okay, dann machen wir so viel wie möglich. Und dann haben die das quasi, haben wir ganze so Filme unten als so ein Filmband irgendwie durchlaufen lassen und überall Fotos. Und das Geile ist, damals Photoshop, das ist einfach so verrückt. Ich fand das damals so geil, weil wir hatten eine, Setzerin, nein, wie heißt das, Layouterin, ja, also diejenige, die das dann fertig auf dem Mac druckbar gemacht hat und so, für mich und für den Verlag, die hat dann hier so komische, seht ihr diese Rahmen, das sieht so scheiße aus heute, das war voll der Aufwand. Du hattest so eine programmierte Leiste in Photoshop, die einfach ganz viele verschiedene Sachen hintereinander gemacht hat, wie so ein Programm einfach. Und dann hast du ein Bild reingejagt und dann wurde das erst gedingst und brisch und knirsch und herrsch und knirsch und knirsch und kruchach, war dann ein Bild mit diesem komischen Rahmen. Und das war damals so geil, dass wir sowas aus einem Bild machen können. Das ist so dumm, weil heute denkst du dir, ja, aber lass doch einfach die Screenshots. Ja, aber damals hatte jeder normale, kantige Screenshots. Du wolltest irgendwas anderes haben. Also so ein Dreck. Unfassbar. Aber über 1000 farbige Screenshots. It's true. I counted it. I counted them all. Ach ja, ist das nicht auch noch? Ich glaube, ja, das ist sogar der, wo ich noch Raccoon City falsch geschrieben habe. Überall falsch geschrieben, im ganzen Buch. Okay. Okay, ich höre jetzt auf, aber nur noch kurz Sachen. Das war übrigens unser Konzept für MTV Game Style. Game One, bevor es rauskam. Ich habe schon 100 Mal gezeigt, aber ich zeige es immer wieder gerne. Mm, so sah das aus. Oh, ihr hattet ja richtig was vor. Oh, richtiger Text. Oh, Wahnsinn und die Bebilderung. Ja, toll. Und dann auch noch so mit so Plastik eingeschweißt. Wahnsinn. Ach, das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Spiele nähern sich optisch und inhaltlich immer mehr ihren großen Vorbildern, den Hollywood-Blockbustern an. Wir zeigen, wie viel Spannung und Story bereits jetzt in den aktuellen Spieletiteln steckt. Pollywood ist das Bindeglied zwischen der Emotionalität, der Spannung des Kinos und der immer spektakulär ausfallenden cineastischen Spielepräsentation. Hat offensichtlich jemand geschrieben, der sich ganz schön geil hält. Okay. Und gearbeitet habe ich übrigens da. Funimation, kennt auch keiner. Sehr gutes Heft. Ich weiß noch, als das Heft rauskam, da war das so ein bisschen wie der Spiegel. Ihr seht's ja, da war es plötzlich seriös. Vorher war es ein Quatschmagazin. Als ich da war, war es wieder ein Quatschmagazin. Aber zwischendurch war es der Spiegel für Gamer. Und ich fand den geil. Ich weiß noch, Trant und ich waren damals noch Konsumenten von dem ganzen Shit und haben nichts in dieser Branche gemacht, außer Lösungsbücher. Und wir haben dem Verlag damals einen Fax geschickt. Wir haben dem Verlag einen Fax geschickt, um uns zu bedanken, wie geil das neue Heft ist. Also im Grunde dasselbe wie das, was ich bekommen habe für das Mission Impossible Ding. Das war nämlich auch ein Fax. Und ich weiß bis heute nicht, wer das geschickt hat. Naja, so war das. Das waren die Zeiten damals, die Lösungsbücher und alles, was dazugehört. Wir werden jetzt gleich nochmal weiterspielen und versuchen, diesen Level zu beenden. Ich brauche unbedingt eure Hilfe. Ich brauche euch als Lösungsbuch. Und ich hoffe, ihr seid gleich nach dieser kurzen Werbung wieder dabei. Jetzt ist eh gleich wieder Werbung. Oh Mann, es tut mir leid für alle, die kein Abo haben. Aber die, die ein Abo haben, sind schon die coolsten Leute. Also die haben auch einen riesen Schlong, habe ich gehört. So, jetzt gibt's kurz einen Stuhl und ich hole mir einen Kaffee. Und danach machen wir diese Karte noch fertig. Das machen wir. Schöne Menschen im Chat. Andere auf dem Bildschirm. Und ich bin auch noch da. Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 2. Ich habe mir einen Kaffee geholt. Ein Stärkungskaffee. Der Chat ist auch happy und zufrieden. Fragt sich immer noch, wer die Pausenmusik mit Samples benetzt hat. Und zwar ist das zum einen Helge Schneider, Helmut Kohl. Fuck, und bei der anderen weiß ich es wieder nicht. Aber es sind auf jeden Fall ein paar bekannte Leute. Mein Gott, bin ich happy, wenn endlich das neue Video rauskommt, ey, der neue Song. Ich brauche unbedingt einen weiteren Song.
Okay. Bevor wir uns jetzt wieder in irgendwas verrennen. Ihr habt gesagt, als ich hier stand, war das wirklich so oben rechts? Nee, warte mal, oben rechts ging das Ding auf? Ja, das ist immer noch offen. Wir haben uns überlegt, was so wir eigentlich machen sollen. Was habe ich denn hier noch? Genau, das Relais. Ja, okay, jetzt verstehe ich wieder alles. Wir suchen ja immer noch die Ecke, ne, mit der Strominstallation, was auch immer das ist. Ich würde sagen, sowas wie eine Sicherung. Vielleicht geht dann das Explosivding los, wenn das kombiniert wurde oder so. Freust du dich auf Dune? Ja, klar, Dune 2, auf jeden Fall. Ich bin allerdings nicht so der. Also, ich finde Dune, ich habe das Buch gerne gelesen, ich habe die Spiele gerne gespielt, ich habe den ersten Film gerne geguckt, auch wenn ich ihn widerlich finde und Albträume habe vor dem bestimmten Moment, wenn dieser Baron Harkonnen dem einen den Stöpsel aus dem Herz zieht. Wenn er der einen ins Gesicht spuckt. Ganz im Ernst, das hat mich früher als Kind total irritiert und schockiert. Und bis heute kriege ich da richtig so, das ist so widerlich alles. So eine widerliche Figur. Aber auch cool gemacht, aber widerlich, Baron Harkonnen. Alter. Jedenfalls bin ich auch Fan von dem Neuen und finde den auch gut gemacht. Aber der Hype ist nicht so, für mich nicht so ganz da. Ich finde es cool, aber es ist ein bisschen. Ich finde, es fehlt so eine Emotion irgendwie. Es fehlt mir irgendwie, es ist ein bisschen trocken. Es ist klar, Dune und sicherlich gibt es da auch Gründe für. Aber für mich ist es fast ein bisschen zu trocken. Ich weiß nicht. Ich komme nicht ganz klar mit den Leuten irgendwie. Aber es ist ein toller Film, ne? Ich will den gar nicht schlecht reden, aber ich finde, irgendwie, für mich ist es nicht zu 100% das, was ich gerne hätte. Aber vielleicht gehöre ich zu den Leuten, die auch gar nicht genau wissen, was sie wollen. Insofern, es freut mich aber natürlich, dass sowas. Ich freue mich immer, wenn Bücher gut verfilmt werden. Ne? Und Dune ist eine geile Welt. Die hat es verdient, dass man da mal mehr draus macht. Die späteren Dune-Bücher könnt ihr euch übrigens auch komplett sparen. Die sind ja irgendwann dann weitergeschrieben worden von den vom Sohn oder so. Das ist ja nett, aber ist nicht dasselbe. Auch von der Story her. Okay, fuck. Ich meine, man muss ja irgendwie wieder hochkommen. Auch vielleicht hier über den Kram? Nee, auch nicht, ne? Da rechts. Ja, aber wenn ich da zum Beispiel rechts hochkomme aus der Tür raus, wie eben, naja, da kann ich aber auch nicht weiter nach rechts kommen irgendwie, ne? Das geht einfach nicht. Aber wie komme ich denn jetzt da hoch? Irgendwo muss eine Lücke sein, wo ich springen kann. Eine Plattform, wo ich einen Ticken weitergehen kann. Nee, dann muss es wohl hier so gehen. Okay, über die Ecke. Entschuldigung. Ich dachte schon, ich bin wieder tot. War schon bereit zu laden. Oh Gott, wenn ich das lese, was hier für eine Kopflore entsteht, was für ein Kopfkanon. Da geht's doch um diese Würmer, die diese Spice nehmen und dann ausrasten oder so. Also, ich lache nicht über dich, ich lache, weil das irgendwie total normal ist, dass man so eine Einstellung zu der Story haben kann, weil die halt auch total konfus ist. Aber es ist ein bisschen anders. Aber so, wie gesagt, also ich mache mich da nicht drüber lustig, sondern ich find's einfach nur geil, weil, nicht jeder kennt den Shit. Spice ist so eine Droge, die nur auf einem Planeten wächst und die benutzt wird, um Raumfahrten zu machen. Das klingt jetzt blöd, aber du kannst nur mit dieser Droge, kannst du bestimmte Leute dazu also manipulieren, dass die dann, dass die das Schiff steuern können oder dass die diese Zeit, diese nicht die Zeitreise, aber die, ich sag mal Lichtgeschwindigkeit, das ist es nicht, aber dass die quasi, das ist wie. Der Zwischenschritt sind diese Figuren, die sie dafür benutzen, aber mit dem Spice kannst du diesen interstellaren Raum erforschen. Und das geht halt nur damit. Und deswegen will es jeder haben. Die Berechnungen zu schaffen, sowas, ne? Die können dann diese Berechnung für den Sprung schaffen, irgendwie so. Also die sind völlig, völlig verdrogt.
Und brauchen das aber natürlich und wollen das auch alle und erforschen damit den Weltraum. Und natürlich macht das eben die Harkonnen, denen dieser Planet gehört, sehr reich. Und die Fremen sind halt die typischen Ureinwohner, die auch eine andere Beziehung haben zu den Würmern, zu den Planeten und so, die nicht Kapitalistenschweine sind wie die Harkonnen. Und die sind aber unterjocht und leben aber halt so quasi das Leben von Nomaden. Das ist so ein bisschen ganz grob mal die Story. Nee, hier laufe ich falsch. So, noch eine Etage höher, danke. Also ich bin wirklich, nehme diese Tipps so gerne an, weil ich kann nicht mehr. Dieses Ding hat mich fast gebrochen bisher. Oh, Mann, ey. Okay, komm, versuchen wir es nochmal anders. Nee, da habe ich was ganz Falsches geladen. Nee, ehrlich? Da habe ich abgespeichert. Ja, okay. Ja, du hast natürlich recht, ne? Da, jemand sagt es gerade. Es ist so ein bisschen das. Warum habe ich denn da gespeichert, ey? So ein bisschen das Trope von den edlen Wilden, was in frühen Filmen immer gerne benutzt wurde, dann auch in anderen Texten und so. Es ist halt immer so Ureinwohner wissen immer mehr über alles als alle, die danach kommen, und die haben immer die Weisheit und so und wissen, wie es läuft, aber niemand hört auf sie. Das ist so das klassische Klischee. Okay, so. Puh. Du musst erst wieder das Relais holen. Oh nee! Ehrlich? Oh Gott, ey! Ich kotze so fett ab, ey, mit diesem Spiel. Ja, der Schalter im Schatten ist direkt neben dir. Ach ja, das Ding. Ich hab den schon wieder vergessen. Moment, aber hier ist er nicht. Moment, wo ist er denn? Ich weiß, ja, der war... Ach, oben ist er, ne? Aha. Nö. Genau so ist es. Hast du K-Pax gesehen? Ich kann mich sehr daran erinnern, dass ich den gesehen habe. Das ist doch der, wo am Anfang Jeff Bridges nackt als Alien heranwächst, oder? Falsch, ne? Ich muss ja erst noch das Relais holen. Ey, das ist so schlimm, dass ich da nicht gespeichert habe. Ernsthaft, ey. Das macht mich ein bisschen depressiv jetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, früher hätte ich an der Stelle aufgehört. Also so früher als Spieler hätte ich gesagt, nee, weißt du was? F dich, Spiel. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Hätte ich wahrscheinlich dann gemacht. Ich hätte es auch wahrscheinlich nicht mehr angefasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, da habe ich einfach keine Geduld für sowas. Mann, ich sehe doch nichts. Ja, war es Kevin Spacey? Na, ist es Kevin Spacey? Also, ich weiß gerade nicht, Jeff Bridges. Nee, Starman ist das, was ich meine, ne? K-Pax ist mit Kevin Bridges, Kevin Spacey als Alien, ja. Aber Starman oder so, ähnlich heißt es, ist dasselbe aus den 90ern, 80ern mit
Cameron Bridges als nacktes, gebärendes Alien, was am Anfang einfach als irgendwie sich zu einem Menschen heranwächst in kürzester Zeit. Irgendwie so ganz absurde Szene am Anfang. Aber ich weiß es nicht mehr. Dann habe ich nicht mehr ganz die Erinnerung, die ich dachte, ich habe sie. Starman, John Carpenter, genau. Okay, freut mich doch, dass ich mich nicht komplett in meiner eigenen Fantasie verloren habe. Also Starman lohnt sich, ne? Aber es ist halt schon ein weirder 80s-Film. Also, das muss man wissen. Aber der ist super gut, eigentlich. Was mache ich denn hier zum Beispiel, wenn ich keine Fackeln mehr habe? Was mache ich denn dann da? Oh, da ist nur die blöde Statue, ich glaub schon. Das letzte, was ich jetzt will, irgendein Bonus-Item. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht mehr, wo ich das Relais finde. Oh, danke. Komma auf Tastatur ist die schnelle Fackeltaste. Es gibt ja auch, stimmt, es gibt auch einen Shortcut, den ich ja gelernt habe, und zwar Menü und R1. Der geht auch. So, Leute, gespeichert haben wir ja. Dann gehen wir mal. Also, nein! Er ist zu doof! Er ist zu doof für diese Welt! Vielleicht. Doch es ist meine Welt. Und ich mache sie mir, wie sie meinem Chat gefällt. Okay. Habe ich jetzt geladen oder gespeichert? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe gespeichert. Ja, ich weiß, mit F5 kann ich auch schnell speichern. Das Problem ist nur, also es dauert nicht so viel länger. Es ist halt einmal weniger blättern, ja. Ist auch richtig, ich hab's wieder vergessen, aber ich hab's auch deswegen vergessen, weil es nur sehr wenig Zeitersparnis bringt. Und man diese, vielleicht diese paar extra Sekunden auch zum Durchatmen braucht. Okay, ihr meintet noch ein Stockwerk höher. Und das Problem hier war, wie könnte man denn hier jetzt noch höher kommen? Da, ne? Will Simon das heute durchzocken? Hey, Diggi, ich bin wirklich,
Noch nicht mal. Also das ist, kannst gar nicht, das kannst du noch gar nicht als Spiel bezeichnen, wo ich gerade bin. Ich habe vielleicht, weiß ich nicht, 4 Maps oder so von, wie viel sind es diesmal? 20? Also das wird nicht passieren, dass ich das heute, schon mal gar nicht heute, aber ich überlasse es wirklich euren Klicks. Das habe ich letztes Mal beim Video zu Teil 1 auch gesagt. Es ist zu hart, Leute. Ich überlasse es euren Klicks, ob ich das weiterspielen soll oder nicht. Wann immer es, sage ich mal, noch weiter geht von den Klicks her und ich das Gefühl habe, okay, die Leute gucken, bei mir ist so der Threshold, naja, kommt drauf an, ne? Bei längeren Teilen und so, Folge 8 oder so, da müssen es jetzt nicht mehr 10.000 Leute sein, aber auf jeden Fall müssen es schon genug Leute gucken, damit ich das weiterspiele, weil sonst bringt das wirklich nichts für mich. Weil das macht mich nur frustig. Und kostet ja auch Zeit, die ich da nicht in andere Spiele stecken kann. Aber eigentlich würde ich es gerne zu Ende spielen, aber nachdem ich gehört habe, wie lange das noch geht, habe ich schon wieder Angst bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Spiele waren damals so lang. Also ich muss hier links lang, genau. Man hat es ja eben schon gesehen, da in diese... Aber jetzt ist der Raum natürlich auch wieder nicht zugänglich, ne? Ist ja klar. Sonst wäre es ja einfach... Nein, also was ich meine ist natürlich, ich spiele es gerne, es macht ja auch Spaß, aber durchspielen ist ja eine ganz andere Geschichte. Da reden wir ja von 3 Spiele aller 25 Stunden. Das sind 75 Stunden, das ist die Hälfte von meinem Elden Ring Kram. Also das ist schon, da kann man schon mal zurecht fragen, ob es das wirklich braucht. Und ich mache es eben an den Leuten abhängig, an eurer Nostalgie und eurer Leidensbereitschaft mit mir dieses Spiel durchzuquälen, mache ich es abhängig. Okay, andere Seite. Danke. Na gut, dann vielleicht so. Nee, das ist es auch nicht, oder? Doch, doch, doch. Hier ist es tatsächlich, ja. Geil. Oh Gott, geil. Danke, Chat. Ohne Scheiß. Danke. Ich habe mir übrigens das neue, weil ich gerade Subnautica lese, das neue Subnautica-Ding angeguckt. Das gibt ja leider nur ein Bild. Aber boah, habe ich da Bock drauf schon wieder. Es sieht halt schon wieder genauso aus wie der erste Teil, nur in viel, viel hübscher. Und neue Kreaturen, alles ist neu. Ich freue mich tierisch drauf. Das werde ich wirklich, wirklich lange spielen. Ja, und jetzt? Okay, vielleicht muss ich ja jetzt in den Aufzug rein oder so. Tja, das einzige Gestöhne, was damals in den 90ern aus Kinderzimmern kam. Aha. Habt ihr gesehen, ne, was ich gerade alles bekommen habe? 109 Spielstände. Es ist super witzlos, ey. Der vermutlich schlechteste Gamer aller Zeiten, Simon Kretschmer, erreichte 2024 einen Speicherspielstand von 999 Spielständen. Aha. Er war zu diesem Zeitpunkt in Level 3. Wenn das jetzt der Hebel hier um die Ecke direkt war, dann bin ich aber glücklich. Okay, nee, ist ein neuer Raum. Neue Ebene. Okay, es läuft. Es läuft. Okay, nur mal so. Das sind die Tipps, die mir hier genannt werden. Hebel betätigen, Aufzug rufen, den Aufzug rein, runterfahren, 2 Gegner killen, Hebel betätigen, dann unterm Aufzug ins Wasser rein, Chip aufheben, schwimmen, Hebel betätigen und dann hochklettern. Alter, leck mich doch. Leck mich doch, du dämliches Spiel. Das ist doch nicht dein Ernst. Bring mich doch mal wieder in eine Grotte. Gib mir doch mal wieder Fledermäuse.
Okay, ja, hier ist ja auch der Weg. Okay, wir haben also dieses Relais jetzt benutzt. Jetzt geht der Aufzug. Jetzt sind wir wieder hier angekommen. Das ist wahrscheinlich schon richtig, weil da muss ich drüber wieder raus. Aber ich könnte natürlich jetzt auch von hier nochmal gucken, was ich hier machen kann. Ob ich hier noch irgendwas ist. Der achtet mal auf den Schall. Ist schon ganz gut eigentlich. Dass hier Schall ist und in dem Raum nicht, ist kleines, aber feines Detail, was gar nicht so schlecht ist. Was damals auch schon so war. Generell, ganz viele Leute haben gesagt, oh, diese Schüsse, da kriege ich so Nostalgie. Ist so. Ja, die Schüsse allein machen so einen Nostalgie-Bonus. Okay. So, der Aufzug war ja unten, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber nicht hier. Wahrscheinlich da drüben wieder. Leute sagen, ich soll den, hab den Aufzug. Oh, okay, ja gut. Habe ich geladen oder gespeichert? Es ist einfach nur noch traurig. Es ist nur noch traurig, dass ich nicht speichere, wenn ich lade und umgekehrt. Okay, jetzt bin ich oben und ihr meintet, ich soll den Aufzug rufen. Wo ist denn hier sowas wie ein Aufzug-Rufgerät? Nee. Ah, okay. Aber, genau, hier war ja der Aufzug und wenn ich den jetzt rufe, okay. Hallo? Frage ist, ich muss den ja gar nicht rufen, ne? Ich rufe, also ich meine, ich muss ihn ja gar nicht fahren. Ich rufe ihn, damit er weg ist und ich unten ran kann. Bin mir nicht ganz sicher, was ihr an Tipps gebt. Gleich nochmal den Hebel betätigen und schnell rein. In den Aufzug oder was? Ich dachte, ich soll den Aufzug hochfahren und dann kann ich unten drunter irgendwas machen. Mal. Oh, Entschuldigung, Leute. Ich habe ganz übersehen, dass ihr das ja gar nicht sehen konntet gerade. Oh, ich will das nur noch schaffen. Ich will unbedingt in ein neues Level, damit ich beim nächsten Mal neu anfangen kann mit frischem Mut und weniger Wut. Ah, du bist so ein Prolet, ey! Bei aller Liebe zum Spiel. Wie haben die sich das denn hier mit dem Raum gedacht? Weil du kommst raus, es ist ein Riesenraum, keine Deckung, nix. Du musst einfach nur ballern, bis jemand tot ist. What's not to like, Arschloch? Wirklich. Furchtbar. Okay. 112 Spielstände. Tomb Raider Tactic Shooter. Ich glaube aber tatsächlich, dass man aus diesem Tomb Raider Prinzip, also ich will ein normales Tomb Raider, aber man könnte durchaus diverse Spin-Offs machen, weil sie ja sich mit allem auskennt. Sie ist quasi auch reich. Sie könnte jetzt wie Mario auch einfach Go-Kart fahren oder, ne, oder sich einen Pilotenschein machen und so. Also du könntest eine Menge Spiele mit ihr tatsächlich bestücken.
wo es dann halt vielleicht mal wirklich nur ums Ballern geht oder mal ein bisschen was anderes ist, ne? Könnte man schon machen. Ah, ja, das ist unter der Geschichte. Alter, hier ist ja wirklich was. Ihr seid echt Genies, ey. Man sieht ja normalerweise, dass hier was ist, wenn man oben ist. Aber ich würde nicht erwarten, dass eine seit Ewigkeiten im Wasser schlummernde Platine noch funktioniert. Gute Platine zum bösen Spiel. Von mir aus. Okay, ich muss kurz speichern, weil ich jetzt schon das Gefühl habe, mich verschwommen zu haben. Nee, alles richtig, keine Sorge. Backseaten ist nach 3 Stunden in diesem Spiel sowas von erwünscht. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich noch einigermaßen geistig gesund bleibe. Okay. Oh, meine Frau spielt wieder. Ah. So, gerade nochmal gucken, Moment. Ich kann auch allein schon deshalb nicht mehr so lange, weil meine Frau gefragt hat, ob ich gleich nochmal dabei bin bei einer Runde Vampire Survivor. Dieses Spiel schadet meiner Ehe. Es gab ein Tomb Raider Go-Kart-Spiel? Ernsthaft? Das kann ich gar nicht glauben. War Giga nicht nach Sexy Sport Clips? Nein, wir waren die Sexy Sport Clips. Nur für Gamer halt. Wir waren nicht auf dem Kanal. Du meinst DSF? Und wir waren auf NBC Europe, einem der bekanntesten Kanäle Deutschlands. Und da lief das. Ich weiß, dass ich hier jetzt irgendwie falsch bin, ne? Aber jetzt ist hier ja offen. Nee, das war ja vorher auch schon. Stimmt. Nee, okay, ich bin hier falsch. Ja, Bloodborne Kart kenne ich auch. Das ist lustig. Das habe ich auch vor einer Weile mal gespielt. Ich bin richtig? Also jetzt bin ich wirklich... Ich brauche ohne euch wäre ich hier verloren. Komplett. Ich habe diese Ausdauer nicht mehr. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen, sag mal? Wieder ganz nach oben. Ja, okay. Okay, dann bin ich hier doch falsch, ne? Wir haben einen leichten Delay. So, jetzt muss ich ja natürlich irgendwo einen Platz suchen für den... für die Platine. Ach, da geht's noch weiter hoch. Okay. Ich meine, jetzt müsste man erstmal wissen, wo diese Platine hin soll. An irgendeine Elektronikkiste, aber...
Größte Tür rein, Knopf an die Wand drücken. Ja. Ja. Ich weiß nicht, es sind einfach. Welche große Tür? Welche Tür? Welcher Knopf? Welche Wand? Ich meine, hier, den haben wir doch schon gedrückt, ne? Oder? Haben wir den nicht schon mehrfach gedrückt? Jetzt geht das wieder. Ah, ja, ja, okay. Boah, dieses auch noch mit so einem Callback zu einer Sache, die man vor einer Stunde gemacht hat, die man nie wieder hinterfragen würde. Aber ja, natürlich, weil da sie ist ja noch mehr Elektronik. Alter, dieses Spiel, ey. Es ist wirklich hart. Da könnt ihr euch echt, finde ich, echte Gamer nennen, wenn ihr das damals durchgespielt habt. Ich weiß, den zweiten Teil habe ich nicht durchgespielt. Den ersten ja. Das Remake vom ersten auch. Und ich glaube sogar den dritten, aber den zweiten nicht. Also ich weiß, ich bin niemals über das Opernhaus hinweggekommen. Das glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und jetzt? Jetzt geht wahrscheinlich der Hebel da vorne. Oder der Knopf, ja, der hier. Was denn? Wo denn? Ja, wir werden es wahrscheinlich gleich erfahren, ne? Ach, da kam das Ding her. Na gut, ich nehme an, wir müssen wieder runter, ne? Ach komm, das geht noch. Okay, endlich kann ich jetzt, weil der Vorhang weg ist, hier rüber auf die Bühne. Oh nö! Das war gerade so schön ohne euch. Aha. Hat's das wirklich gebraucht, dass jetzt nochmal so ein Gewicht runterfällt? Mit dem Kram. Aha. Das brauchst du nicht mehr. Ich finde, die Hunde sollten auch irgendwas fallen lassen. Achso, das ist der, ne? Oh oh. Hier soll ein Schalter sein. Da müsste ich jetzt aber nochmal genauer gucken. Da habe ich gerade keinen gesehen. Es würde natürlich gut dazu passen, hier jetzt Schalter zu verstecken. Und stimmt, ja, auch ein guter Gedanke. Man kann ja alle Kisten auch wegziehen. Na, fangen wir mal da an. Vielleicht kann man das auch gar nicht. Nö. Also die kann man nicht wegziehen. Das ist schon mal, eigentlich schon mal ganz gut für mich, um ehrlich zu sein. Weil das halt heißt, dass man nicht... Nee.
dass man jetzt nicht alles hier hin und her schieben muss. Hier vielleicht? Ne, die gehen alle nicht. Okay, ich hätte ja gedacht, weil die so braun sind, aber das sind ja nur die Außengeschichten, aber dass man hier da was ziehen kann oder so. Aber nee. Ah, die sieht aber so aus, als könnte man... Ja, okay, das war eigentlich... Könnt ihr mir das sagen? War das Ausrufezeichen früher auch schon da? Weil es wahnsinnig wichtig ist, das zu sehen. Und ich mich frage, ob sie das damals reingemacht haben oder nicht. Leute haben gesagt, das wäre nicht da gewesen, aber ich muss ehrlich sagen, ich frage mich das schon, ob das damals dabei... Es war nicht dabei. Was für eine Gemeinheit. Was für eine hinterhältige, hinterlistige Geschichte das ist. Ne? Da kriegt man noch Hass auf die Entwickler. Oder etwa nicht. Geht das nur mir so? Na, was war das wohl? Irgendwo? Ich habe die Entwickler nie gehasst. Ja, aber ich kann dir garantieren, Tubi, die haben dich gehasst. Sonst hätten die Spiele nicht so gemacht. Da, ne? Da ist die Tür. Oh, toll. Ja, endlich höre ich wieder das schöne rhythmische Schmirgeln des ewig rotierenden Gewichtes. Oh Mann, wir haben's, Leute. Das ist jetzt echt mal das Ende. Nee, ist es nicht? Das ist auch geil. Ich habe damals bei der Eidos-Hotline angerufen, weil ich nicht weiterkam. Das finde ich super. Auch hier auf jeden, was ich an diesen Games gehangen habe, unnormal, auf dem Schulhof gemeinsam gerätselt, wie es weitergeht. Ja, das war echt hart. Also ich meine, ich kenne diese Schulhof-Geschichten definitiv auch. Ich hatte jetzt nicht so viele Freunde auf der Schule, deswegen wollte da nie einer mit mir über sowas reden. Aber ich hatte ein, zwei Leute, mit denen ich dann doch darüber reden konnte. Und das Problem war immer, dass... ich mir das natürlich nicht merken konnte, wie man diesen Raum beschreibt, wo man hängt. Ja, da mit den Kisten, da kommst du in den Raum, es sind lauter Kisten. Ja, ja, da musst du jetzt eine Kiste wegziehen. Echt? Okay, ja, welche denn? Oh, keine Ahnung, eine von den Kisten. Ich glaube, da ist ein Logo oder sowas drauf. Und so ging das. Und wenn du Glück hattest, dann war das, wie ich gerade beschrieben habe, so eine praktische Anleitung. Aber meistens war es nur, da war irgendwas, irgendwo findest du das und das. Ich bin bereit. Hab ich geladen? Ich hab fucking geladen, oder? Oh. Ich kann manchmal nicht mehr. Mein Gehirn denkt nicht mehr. Sorry. Es ist einfach nicht mehr da. Es funktioniert einfach nicht mehr. It's not working anymore. Das wollte ich, damit es cool aussieht. Und da runterfallen ist natürlich nicht so geil, oder doch? Soll man das oder soll man das nicht? Ich meine, ja klar, natürlich geht es nicht. Aber habt ihr euch nicht einen besseren Gegner als einen Sack voll Sägemehl ausdenken können? Muss das sein? Oh! Aber das hilft doch nichts.
Wie gesagt, ich dachte letztes Mal, da kann man vielleicht irgendwie dann dran klettern, weil das kann man ja scheinbar. Aber von der Seite bringt es gar nichts, glaube ich. Okay, ihr seht schon, falscher Schalter, okay. Oh, ohne euch hätte ich sowas von aufgegeben, ernsthaft. Hier, ne, ja. Ach, hier, der... Okay, hier gebe ich es euch noch, hier sieht man es ein bisschen. Aber die haben das nicht ohne Grund so extra nochmal gemacht, dass man sieht, ne? Schwierig. Wie soll ich da vorbeikommen, ohne zu sterben? Okay, das sieht gut aus. Speichern und dann einfach hoffen. Ja, kann man lassen. Komm. Alter. Der Level, der nicht enden wollte. Ich wette, wenn Lara zu Hause ist, kauft sie das Opernhaus und lässt es einplanieren. Ocelot! Ah. Kommt der jetzt nicht hier runter? Der läuft doch hier lang. Hey! Ah, so eine Gemeinheit. Okay, 21. Ich will diesen Level jetzt beenden. Der geht schon 2 Stunden länger, als ich vorhatte. Ach nee, ist ja der falsche. Bin ja schon durch. Plötzlich ist sie ein Stuhl. Ja.
Ruhige, ruhige! Ach, diesmal hast du nichts, ne? Okay, doch. Aha. Tot. Nee, doch nicht. Aha. Kann jetzt bitte der Level aufhören? Bitte. Ich will ja noch mit meiner Frau eine Runde spielen. Schalter. Ah. Nee. Also jetzt mal wirklich, Leute. Alle, die das im Original gespielt haben, haben meinen allergrößten Respekt. Das sind für mich, da sage ich es mal wie Til Schweiger, das sind für mich intellektuelle Menschen. Also ich sehe mich ja selbst auch als Intellektueller. Aber ihr seid intellektuell leer. Wenn ihr das geschafft habt. Du mich auch. Du mich auch, mein Freund. Muss wütend sein!
Accidentally Genius. Ach, leck mich doch. Keinerlei Geduld mehr. Ja! Du Sau! Direkt durchs Stück! Ja! Weg jetzt aus diesem Spiel! Beenden! Nein! Nein! Alter! Doch nicht dasselbe, oder? Du solltest deine Zunge besser hüten, Fabio. Fabio! Ist dir nur so ein Gefühl. Aber vielleicht machst du einen Fehler, dort zu suchen. Ist dein Glaube so schwach? Hä? Hast du gerade den Piloten ausgenockt? Entspann dich, tief durchatmen. Das Gefühl, Fabio, ist nur eine Flamme im Wind. Es kann mutig flackern, aber nicht erleuchten. Als mein Vater uns verließ, er sich leider mit mir, dass ihr die Erleuchtung gefunden habt. Er wurde von etwas geleitet, das größer war als nur eine Eingebung. Er besaß den Seraphim, aber er war nur ein Jünger des großen Plans. Er fand den Tod, als er den Weg für den einen, seinen Sohn, bereitete. Verstehst du? Hab Vertrauen, Fabio. Und lass dich nicht von Gefühlen leiten. Wir suchen schon am richtigen Ort. Du hast recht. Ich glaube daran, Marco. Gut. Eros, hast du das Geländer schon repariert? Sie! Oh mein Gott. Alle Geheimnisse weggelutscht. Und eine Menge Fundstücke bekommen und was von hinten mit dem Schraubenschlüssel auf den Schädel. Ganz im Ernst, bisschen hat es auch verdient mittlerweile. 44 Kills, alles irgendwelche Hampel, die irgendwo in einer alten verlassenen Opernhaus-Baracke mit ihrem Basie vor sich hin dödeln. Dazu noch ein paar andere Spacken mit das alleine. Schallgedämpfte Pistolen. Warum? Warum? Warum hat dieser eine Gegnertyp schallgedämpfte Pistolen, die man trotzdem hört, wenn doch ich der Einzige bin, der da nicht dorthin gehört? Vor wem willst du dich denn verstecken? 5 Kilometer. Ich würde sagen, 5 zu viel. Ich bin fertig. 1562, das meiste davon als Licht. Nein, es gibt auch was Positives. Es hat mich nicht umgebracht. Es küsst die Wellen. Ist lustig, weil der eine sagt, bester Level jetzt und der andere sagt, irgendwas von wegen, dass das jetzt, also dass das der nächste Level leider nicht besser ist.
Jetzt bin ich mal sehr gespannt. So, wir speichern jetzt hier und hören auf. Super schlimmes Level. Okay, Alter, ich hasse euch alle dafür, dass ihr so getan habt, als ob es besser werden würde mit dem nächsten Level. Okay. Alter, was ein Hardcore-Level. Aber sie ist immerhin weiterhin zuversichtlich. Hier sieht man, hier guckt sie eher so, wie ich mich fühle. Hier guckt sie, wie ich mich fühle. Und das ist, wie Eidos gerne hätte, dass ich mich fühle. Aber das ist die Wahrheit. Okay. Das Level nach der Bohrinsel mache ich für meine Angst vor dem Meer verantwortlich. Das ist so lustig, weil irgendwie, wann kommen denn dann mal die guten Level? Venedig war crap. Opernhaus war crap. Das ist crap. Das danach soll crap sein. Ist ja, ich mache nur Spaß, ne? Es ist halt nun mal einfach ein Spiel und ich speichere jetzt ab, das viele Leute begeistert und das halt auch zu Recht Leute begeistert hat. Hier beim zweiten Teil hat man es ein bisschen verkackt mit der Dynamik zwischen dem Kunden und den Ballern, aber das werden wir dann bei Teil 3 wieder haben, wenn wir das nächste Mal spielen, weil das nächste Mal, wenn ich Tomb Raider spiele, mache ich ein bisschen von den Klicks abhängig, wie gesagt, weil das sind insgesamt zu viele Stunden. Aber wenn es euch gefällt, werde ich es weiterspielen. Ich weiß zwar nicht, warum es euch gefällt, aber ich werde es weiterspielen. Und der dritte Teil wäre als nächstes wieder dran. Ich mache so 1, 2, 3, 1, 2, 3. Teil 1 ist auch schon aufgenommen, Teil 2 ist jetzt hier. Teil 3 kommt dann als nächstes, wenn ich wahrscheinlich wieder da bin. Denn ich werde jetzt erstmal ein paar Tage zu einem Freund fahren, den kennt ihr, Philipp Jordan. Der hat angebaut. Der will mir seine Ernte zeigen. Und da gucke ich natürlich vorbei. Außerdem gibt es in Venlo unglaublich geile. Ist es Venlo? Nee. Aber da, wo er wohnt, gibt's All-You-Can-Eat-Asiaten ohne Ende. Und das ist kein schäbiges All-You-Can-Eat mit Buffet, sondern normale, geile Bestellungen, Dim Sum All-You-Can-Eat. Da ploppt dir der Magen raus und bestellt sich auch nochmal eine extra Portion. Und weil der Magen weg ist, hast du dann mehr Platz. Also richtig gut. Da bin ich jetzt. Es läuft jeden Tag auf YouTube irgendwas, aber ich bin im Livestream jetzt erstmal nicht zu sehen. Irgendwie müssen wir dich aber Laune halten. Aber mittlerweile ist es so lange her, dass ich dir nicht mehr sagen kann, welches Level gut ist. Ich mochte damals Teil 3 komplett am liebsten. Naja, wie gesagt, der zweite ist ja nun wirklich, ich mache mich lustig, aber er ist jetzt auch nicht schlecht. Es ist halt nur von den dreien, die ich jetzt gespielt habe, ist es der, der am meisten menschliche Gegner hat, am meisten menschliche Level hat, sage ich mal. Und das ist halt überhaupt nicht das, was ich erwarte. Das ist aber, wie gesagt, okay, ihr müsst es einfach nur wissen. So, Leute, macht's gut und macht's gut. Wenn ihr das jetzt seht auf YouTube, dann lasst doch mal ein Abo da. Oder geht auf meinen Zweitkanal Montalk oder kommentiert einmal, wie scheiße ich war, aber seid nett dabei und dann freut mich das trotzdem, weil das hilft dem Algorithmus. Das alles könnt ihr machen, Daumen nach oben und vieles mehr, aber ihr bleibt noch, bitte. Ihr bleibt noch im Chat. Das war's jetzt für euch YouTuber. Ich nehme jetzt nämlich noch den Kommentar, das React zum neuen Borderlands-Trailer, der eben rausgekommen ist, nehme ich noch schnell auf und dann hören wir auf. Okay? Gut. So. Okay, damit werden wir jetzt hier in den letzten Zügen sozusagen gespeichert. Habe ich wirklich gespeichert? Ich will lieber nochmal speichern. Komm, wir speichern lieber noch einmal. Okay. Ich glaube, wir hatten tatsächlich nicht gespeichert. Okay, jetzt haben wir aber gespeichert. Und ich bedanke mich für euer Vertrauen und vor allen Dingen die Geduld. Und dann gucken wir mal auf YouTube, wo ihr natürlich ganz viel Kram von mir auch seht. Gucken wir uns jetzt den neuesten Trailer an. Oh, hier, da ist gerade der zweite Teil von Skull and Bones 2,5 Stunden lang rausgekommen. 7,5 Stunden lang Pacific Drive und insgesamt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und mit den heutigen 11, 12, 13, 4, 5, 6. Wir haben ungefähr 17 Stunden Tomb Raider 1 bis 3. Es sollte reichen fürs Erste. Und ihr seid jetzt an dieser Stelle nur noch wenige Sekunden mit diesem Video da. Viel kann ich nicht sagen, außer, ne, ihr habt es jetzt gehört, ich habe es wirklich versucht, Tomb Raider 2, es ist ein gutes Spiel, ne, das will ich ja nicht, ich mache mich natürlich auch lustig, es ist ja auch aus der Zeit gefallen, wann es heute spielt, aber es macht mich schon ein bisschen wahnsinnig. Aber ich habe es weitergespielt und wenn ihr es wollt, spiele ich es auch noch weiter, müsste aber echt, muss ich ein bisschen abhängig machen von den Klicks, ich glaube, das gucken noch genug, irgendwann werden die Leute wahrscheinlich sagen, nee, jetzt gucke ich es auch nicht mehr. Dann werde ich aufhören. Aber ich denke, jetzt geht es noch eine Weile weiter, dass ihr es einmal wisst. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich sage, ich mache das von den Klicks abhängig und so. Irgendeine Metrik brauche ich. Irgendwas brauche ich ja, um das zu definieren, ob es erfolgreich ist oder nicht. Und dafür mache ich es ja unter anderem. Ja, danke.
gerne ein Abo dalassen, gerne ein Like dalassen, gerne den Zweitkanal Montauk abonnieren, gerne bei den anderen Kollegen vorbeischauen. Der Ede hat einen Kanal, der Nils hat einen Kanal, der Wirt hat einen Kanal, die Mara hat, glaube ich, auch einen Kanal. Alle haben eigentlich einen Kanal, da könnt ihr alle mal abonnieren. Wir freuen uns drüber. Und dann sehen wir uns bald wieder bei den Rocket Beans hier auf dem Kanal, auf Twitch, wo immer es geht. Draußen, hinter der Müllhalde, da drüben am Bauhof, da stehe ich bereit für euch. Es kostet auch ganz wenig. Bis dann. Tschüss. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, sonst zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl ist zum Sitzen da!